gib mir die Mini und ich fange an zu bissen. Yeah. Shop, jump, Dexter, ich fange an zu racen. Hol den Holzleim raus, baller mit dem nahen Eulkleber von Revell, steinhart wie ein Gargoyle. Trage Farben auf wie ein Bomber Napalm, male kleine Blitze auf die Schwetter wie Radarfallen. Ich mal halt Marine für Marine, Punkt für Punkt wie Hakim, The Dream. Alles für das Team, Kings of the Hill. Und hast du keine Ahnung, geh nach links und chill. Was soll ich sagen, Mann, ich liebe dieses Hobby. Und kommst du aus Ultramar, frag doch einfach Bobby. Ist okay, viele Leute wollen nur spielen. Ist okay, lass die Würfelrolle mitspielen. Aber hey, was wollen die ollen Kings hier? Die kommen und holen Platz 1. Ja, wir sind schon on. Ja. Wir sind schon online, Normalität. Aber okay. Das ist ja immer, ist nicht so, jetzt geht's los, jetzt starten wir gleich. Sondern Stream ist ja eher so, ja, wir gehen schon mal online, lass die Leute ein bisschen kommen, starten schon mal langsam rein und so weiter und so fort. Der Bonsmann ist auf jeden Fall auch am Start. Der Conny, ich grüße dich. Leute, die online sind, bevor wir gleich mit der Anmoderation starten, könnt ihr uns einmal Feedback geben, wie meine Sprache von der Lautstärke zu der Mucke ist. Ob ihr Grischer auch gut verstehen könnt, das wäre mal ganz nice, wenn ihr mir da kurz Feedback geben könntet. Genau, ansonsten warten wir noch ein, zwei Minütchen und dann gehen wir eigentlich los. Apothekarius aus Hamburg, ich grüße dich auch. Geil, dass du am Start bist und dir diese Folge nicht entgehen lassen möchtest. Du wirst dann später schon weg sein, Grischer, aber wir werden später nochmal eine Verlosung machen, wo wir das Gelände auch verlosen und die Matte von, weißt du, von Benny, von Target Priority. Und da geiern ja, cool. Auch einige drauf, dass sie da rauskommen. Arsenal, ich grüße dich auch. Und ich glaube, wir können eigentlich so langsam reinstarten. Der Grischer, du bist auch ready. Ich bin ready, jo. Und deswegen würde ich sagen, gut. Wenn ihr uns gut versteht, Leute, Carlo Kuhn, moin, dann legen wir jetzt einfach los. Und natürlich heißen wir euch alle herzlich willkommen bei den Kings of the Hill, 40k hier auf Twitch. Du findest mich ein bisschen leise. Und deinem Gast. Ich dürfte lauter sein. Okay, das ist tatsächlich wichtig. Das ändern wir nochmal. Bei mir ist okay, oder? Ja, bei dir sagen sie, ist okay. Ich guck mal ganz kurz, weil das ist natürlich blöd, wenn man mich nicht so gut versteht. Und zwar muss ich das hier. Hier. Ja. Wo mach ich denn das? Muss mal sagen, ob jetzt besser ist. Eigentlich habe ich hier die Aufnahme schon gemacht. Ansonsten hole ich mir das Mikro einfach näher ran. Ja, kann man auch ruhig sehen, ne? Ich hole es mir einfach näher ran. Ich hoffe, sieht ein bisschen kacke aus. Ich hoffe einfach, dass es dadurch ein bisschen besser. Ansonsten spreche ich einfach lauter. Aber lass uns einfach mal jetzt rein starten, liebe Leute. Genau. Herzlich willkommen bei Kings of the Hill 40k. Ihr wisst natürlich Bescheid, euer Channel, wenn es um 40k im deutschsprachigen Raum geht. Wir haben heute eine besondere Folge für euch, die wir jetzt auch schon verschieben mussten, und zwar vom Donnerstag. Und wir haben heute ein paar Teile, die wir machen. Ein Interview hier mit Grischer, wie ihr ihn schon sehen könnt. Wir haben Armeelisten werden wir ein paar durchgehen, wahrscheinlich dann nicht mehr mit Grischer. Und wir haben ein kleines Gewinnspiel. Also ein paar Sachen sind heute am Start. Und von daher seid gespannt, denn damit steigen wir jetzt auch gleich ein. Genau. Von den Fragen her, Mucke kann etwas leiser. Das ist gut zu wissen nochmal. Das machen wir doch direkt. So. Und genau. Wir haben Grischer zu Gast hier, und zwar von den Pathfinders Club aus Dortmund, die ja auch einige Turnierspieler am Start haben, der da auch regelmäßig zockt. Und vielleicht ganz kurz, Grischer, stellen wir dich vor. Natürlich bist du dort am Start bei dem Club. Wie lange spielst du schon kompetitiv 40k, würdest du sagen, so circa? Also kompetitiv wirklich mit Turnieren vielleicht seit 2 Jahren ungefähr. So richtig, ne? Kann man schon so sagen. Ja. Ja, vorher, also eigentlich habe ich aber auch mit Turnieren relativ schnell angefangen. Ich spiele jetzt nicht, vielleicht spiele ich jetzt wieder seit drei Jahren oder so, seit 2,5 Jahren Turniere. Ungefähr, ja, würde ich sagen. Ich erinnere mich noch. Ich habe früher Fantasy gezockt, ne? Und jetzt, ja. Ich erinnere mich, dass zur 8. Edition warst du auch am Start, da hast du so ein bisschen mal ausprobiert mit so ganz viel Suppengeschichten, so mit einer White Scars, mit Black Templars und sowas alles. Ne? Hast du das auch schon selber gebaut, ne?
Ja, viel, viel, ja, da konnte man ja noch viel Suppe spielen. Da habe ich sehr viel gemixt, aber auch schon Thousand Suns mit Zinsch-Dämonen sehr viel gezockt. Ja, genau. Man kann, glaube ich, sagen, dass du auf jeden Fall viel mehr Turniere spielen würdest, wenn du mehr Zeit hättest. Du bist ja auch privat sehr umtriebig und beruflich, aber wann immer es geht, versuchst du es mal reinzustreuen und hattest eigentlich immer so deinen generellen Fokus, vor allem in den letzten Jahren, auf, sag ich mal, Thousand Suns jetzt und Dämonen, wann immer die auch, sag ich mal, spielbar waren. Das war eigentlich immer schon so auch dein Steckenpferd, ne? Ja, genau. Also so in der 8. dann halt noch gemixt, ne? Dämonen viel mit Thousand Suns, dann auch Dämonen gezockt. Dann in der 9. halt angefangen auch mit Space Marines allem und Thousand Suns dann vor allem. Und jetzt, wo die Dämonen wieder ein bisschen besser sind, auch Dämonen wieder am Start. Bisschen besser. Hat mich auch gefreut, Bisschen besser ist gut, ist eine der Top-Fraktionen aktuell, die man so sieht und die man, denke ich, auch weiterhin sehen wird. Vielleicht, bevor wir jetzt gleich auch auf das Event eingehen und alles, warum denkst du und findest du, sind Dämonen aktuell stark und machen so gute Ergebnisse? Also, Flamer natürlich, sind natürlich Top-Einheit immer noch ganz oben. Man sieht ja auch, dass die ganzen Listen mit Dämonen-Mix, Flamer-Mix sehr stark sind im Moment, weit oben. Und die Dämonen an sich, ich weiß nicht, ich denke, die sind sehr vielfältig und so. Also mein Spielprinzip ist eher so auf Punkte denyen vom Gegner, ne? Also viel, die sind halt mit den Shock-Abilities und auch gerade den Bloodlettern, die schnell mal Marker klauen können mit den relativ sicheren Charges, kann man da gut Punkte den Gegner verwehren und sich breit aufstellen auf jeden Fall. Okay, also vor allem haben die in irgendeiner Form was im Primärspiel zu sagen, ne? Oder können dann Wörtchen mitreden, in welcher Form auch immer, selber punkten oder halt den Gegner ein bisschen am Punkten auch hindern. Ne? Genau, und haben natürlich noch ein sehr gutes Secondary auch bekommen, Reality Rebels, mit dem man auch gut punkten kann. Ja. Nee, sehr. Was gut. Natürlich auch wichtig ist gerade, ne? Ja. Secondaries machen viel aus. Wenn du da schon mal ein gutes Secondaries, ein Faction Secondaries hast, bist du schon mal gut aufgestellt. Sehr, sehr geil. Ja, da gehen wir jetzt auf jeden Fall auch gleich rein. Danke dafür. Natürlich nochmal herzlich willkommen auch an alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Sowohl Jetro bin, immer gern gesehen, Rotzbert. Geil, dass du hier zum ersten Mal auch am Chatten bist. Und wenn ihr Fragen natürlich an Grischer habt, etc. in der Zwischenzeit, einfach in den Chat hauen. Wir werden versuchen, so viel wie möglich und alles einfach auch zu beantworten. Einer der Hauptgründe, warum du natürlich auch heute hier bist und was auch, sag ich mal, für dich spricht, ist natürlich, dass du in den letzten Monaten extrem viel Gas gegeben hast für deine Verhältnisse, viele Turniere gespielt hast und eigentlich auch immer super Ergebnisse abgeliefert hast. Ne, da immer obere Plätze oder sogar gewonnen. Jetzt kann man natürlich, gab es Stimmen in der deutschen 40k-Szene, die halt sagen, ja okay, der Grischer ist jetzt einer hier aus NRW, nimmt immer einen Tiger mit, gewinnt er und so. Aber ich habe denen immer gesagt, ja, wartet mal ab. Und jetzt hast du ja tatsächlich auch mitunter durch uns das Ticket bekommen nochmal für das Super Major in Amsterdam jetzt. Das ist, wann war es? Im November war das, glaube ich, ne? Genau, Ende November. Genau, wo ich leider absagen musste aus privaten Gründen. Und das hast du einfach mal für dich entschieden. 140, 50 Spieler, muss man sagen, Top-Spieler, international auch, Manichima dabei, den hast du nicht gesehen. Von daher noch auch von dieser Stelle von uns und von mir nochmal Glückwunsch zu deinem Erfolg da. Richtig, richtig geil. Erstmal auch nochmal danke auf jeden Fall, dass ihr mir die Karte noch ermöglicht habt. War ja schon alles ausverkauft früh und danke dir. Und natürlich den anderen Chris, die mir die Karte noch ermöglicht haben. Ja, auf jeden Fall. Cool. Und genau, das hast du aber auf jeden Fall gewonnen. Das ist halt erstmal eine Ansage natürlich für dich als Spieler. Das ist eine Ansage auch wieder für die deutsche Community, dass ein deutscher Spieler quasi im Ausland das auch gewinnt. Und du hattest ja auf jeden Fall auch knackige Gegner, wie wir gleich sehen werden. Und du hast dich auch dementsprechend entschieden, mit deiner Chaos-Dämonenliste dort anzutreten. Und da können wir jetzt einfach mal auch durchgehen und einsteigen, würde ich sagen. Wir gehen erstmal die Liste. Ich habe lange überlegt, auch ob ich nicht Thousand Suns noch spielen soll. Mhm. Auch Thousand Suns Dämonen-Mix, aber
ich hatte Bock auf Dämonen, die mit denen macht Spaß gerade, die zu zocken. Und ich habe, ich meine, ich habe die zwei Turniere vorher auch mit denen gewonnen und war dann gut drin. Und dann dachte ich, wie spiele ich Dämonen? Auch obwohl ich dachte wirklich, dass ich vielleicht mit Sound Suns Dämonen Mix vielleicht eine stärkere Liste hätte, aber. Also ich hatte einfach mehr Bock auf Dämonen. Wir haben ja beide auch davor noch geschrieben. Ich weiß noch, auch wie du mir im Chat geschrieben hast, oh, ich weiß nicht, soll ich Thousand Suns spielen, soll ich Dämonen spielen und ja. So. Und ich meinte zu dir, glaube ich, was stärker ist oder so. Und dann hast du dich am Ende irgendwie für Dämonen entschieden. Fand ich richtig nice. Bevor wir natürlich jetzt nochmal weitergehen, haben wir jetzt gerade gemerkt, der Pila Raider hat hier Geburtstag. Natürlich herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, dass du an deinem Geburtstag hier auch zum Stream einschaltest. Auf jeden Fall Ehre an dich. Aber das Gute genau, von mir auch. Genau, alles Gute. Dafür gehen wir jetzt in die Liste rein. Lass uns mal einfach mal starten. Chaos-Dämon hast du am Start. Battalion, wenn ich es hier richtig blicke. Und gehen wir mal in die Haku-Sektion rein. Was hast du da drin und warum hast du das drin für die Leute da draußen? Ja, genau. Ein Bataillon habe ich am Start. Undivided, also alles gemixt. Vier Hakus insgesamt. Man kann ja für einen großen Dämonen noch einen Slot freischalten für einen Herald. Also den Fate-Skimmer dabei, als der kein Slot sozusagen nimmt für den wegen dem Lord of Change, der dabei ist. Ich habe zwei große Dämonen dabei, einmal den Lord of Change. Den ich, ist ja immer bei Dämonen immer erstmal eine harte Wahl, wem man Warlord Trait gibt, weil man nur einen Warlord Trait hat in der Armee. Die meisten priorisieren das beim Blutdämon mit dem 5er Fear No Pain. Aber ich persönlich finde den Warlord Trait auf dem Lord of Change mit dem minus 1 to Wound doch noch einen Ticken stärker. Also. Mit minus 1 to wound und dann der Impossible Warp, dass man ein Damage pro Phase ignorieren kann und sogar einen, den man sich aussuchen kann, ist ja schon sehr, sehr tough und steckt einiges weg, was auch oft unterschätzt wird und kann dann mal gut viel von Beschussarmeen gerade wegtanken. Dazu ist er halt noch aufgewertet, einmal zu dem Master Mutator, dass er nochmal eine extra Mortal Wound auf die 2+ an Einheiten verteilt, die schon Mortal Wounds bekommen haben am Ende der Psi-Phase. Dann habe ich nochmal noch einen anderen großen Dämon. Einmal den Blutdämon, mit der natürlich gecapped auf, dass er nur 8 Wunden verlieren darf oder kann pro Phase. Und einmal die Reliktwaffe Agatha mit plus ein Damage und keinem Hit- und Wound-Modifier. Was auch ziemlich geil ist, wenn er mal die Sweep-Attacks, 16 Attacken mit Damage 3 hat. Kann mal sehr stark gerade auch gegen Thermis sein. Also ja. Meine Meinung dazu ist eigentlich auch, dass so wie du es jetzt spielst, ne, in dieser Kombination, auch viel mehr Sinn macht. Weil der Bloodthirster ist so meine Erfahrung jetzt natürlich nur als Gegendämonenspieler. Der Bloodthirster hat ja sowieso in der Regel nur eine Rolle von 2-3 Runden, wo er irgendwie Schaden machen soll, bedrohen soll und so weiter und so fort. Und da wird er eigentlich in der Regel schon sterben. Ich glaube, egal ob mit oder ohne Fear No Pain. Weißt du, was ich meine? Also die 8 Runden auch mit dem 5er Fear No Pain, auch die 8 Runden kriegt er auch so. Ja, ne? Jede Armee schafft es, ihm die zu ziehen. Und auch wenn er durch den 5er Fear No Pain noch ein bisschen mehr dann tanken würde, der Lord of Change tankt einfach noch viel, viel, viel mehr durch die minus 1 to wound. Ja. Deswegen, ja. Also deswegen ist, finde ich, die Kombination viel garstiger mit dem Lord of Change mit minus 1 to wound. Ne, dann ist er quasi wie ein Widerstand 8 Monster. Dann noch den 3er Retter und plus noch auf die Sachen, die wir gleich drauf eingehen. Also von daher finde ich die Reihenfolge so von der Kombi schon gut. Ganz kurz, Steezy, bester Mann, vielen, vielen Dank für das Abo. Zweiter Monat jetzt schon, das ist auf jeden Fall sehr, sehr zuverlässig. Sind wir dir sehr, sehr dankbar. Das motiviert uns hier weiterhin Gas zu geben. Ja, Grisha, jetzt haben wir den Bloodthirster erklärt. Jetzt, glaube ich, steht der Lord of Change noch aus, was du dem alles gegeben hast, ne? Genau, Relikte hatte ich ja und Warlord Trait hatte ich ja schon gesagt. Die Zauber, zusätzlich hat er noch den Boon of Change Zauber. Das heißt, wenn ich eine gewürfelte 7 würfel, darf ich es mir aussuchen, sonst muss ich auf einer Tabelle würfeln, aber kann ihn dann halt auf Toughness 8 noch bringen.
heißt, er hat Toughness 8 mit minus 1 to Wound. Ist schon sehr stark, wenn auch Melter dich nur auf die 5 verwunden. Ja, auf jeden Fall. Und genau. Und sonst hat er halt noch die, den Infernal Gate, der Zauber, der die nächste Einheit trifft und alles um 3 Zoll um die Einheit, was ja nochmal gebufft wurde. Früher war es ja nur um das Modell, um das nächste Modell, das wird getroffen und dann 3 Zoll umkreist, aber jetzt die gesamte Einheit. Was sehr stark ist, gerade mit Screening Units, die kommen sich komplett vor dir verteilen und dann aber oft viele andere Units dahinter haben, die noch in Range sind oder auch Charaktere, die man mal, vielleicht Charaktere mit 4 Leben, dann mal einfach rausnehmen kann, mit ein bisschen Glück. Ja. Weil man halt noch den auf die 2 plus diese extra Mortal Wound macht. Und wenn man dann 3 Mortals macht, plus die 2, plus auf die 2 plus noch eine, dann kann man mal die 4 Wunden-Charaktere mal auch mal rausnehmen. Ja. Zusätzlich dann noch den Bolt of Change. Das heißt, der Spruch mit den 9 Würfeln auf die 5 plus eine Mortal, der auch zusätzlich noch targetbar ist. Also kann man auch auf die Charaktere dann richten, die vielleicht schon angeknackst sind durch den Spruch vorher. Ja. Und genau, das sind die Sprüche. Für einen CP kann er sogar dann auch 4 Sprüche machen in der Ziehphase. Da ist noch ein Smite zusätzlich. Ist schon, kann schon was raushauen. Also ich würde sagen, auch der ist so eins der Hauptwerkzeuge einer jeden Chaos-Dämonen-Armee. Einmal, weil er Schaden macht, sowohl im Zaubern natürlich, aber auch im Nahkampf, aber eher so in der zweiten Reihe mit seinen Sachen, was er da nochmal so hat. Dann kann er unheimlich tanky sein, sprich viel Feuerkraft auf sich ziehen und das auch wirklich aushalten. Also da hat er ja theoretisch einen dicken Schaden, den er ignoriert. Dann kannst du nochmal einen PCP wiederholen und so weiter und so fort. Das ist schon saftig. Und der ist auch extrem mobil, weil den kannst du ja auch immer für 2 CP, glaube ich, beamen. Und wenn der Gegner nicht daran denkt und gut auszont, dann steht er irgendwo in der Ecke und macht dann da sein. Also es ist halt immer richtig böse, wenn man als Gegner eine Einheit hat, die von ihm getargetet werden kann und dann 3 Zoll im Kreis ganz viele andere Einheiten hat, weil die kriegen dann alle tödliche Wunden ab, ne? Das, ja. Und gerade Charaktere musst du ja dann irgendwo dahinter platzieren oft, weil die sonst auch selber nicht wieder Lookouts haben. Mhm. Aber auch das Teleportieren, ja, ist gerade im Late-Game oft stark, weil der oft noch steht und dann nicht mehr gescreent werden kann, dann kann man ihn mal irgendwo hinten rein noch teleportieren, wo man weiß, der Gegner kriegt den eh jetzt wahrscheinlich nicht mehr weg in der letzten Runde oder was und dann mal einen Marker vielleicht frei morteln. Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz haben wir schon von Logan grüßen. Er ist auf jeden Fall auch am Start und feiert, dass du hier bist. Und grüß dich, Mike. Chief Steve, schön, dass du am Start bist. Wunderbar. Ja, schauen wir uns nochmal den letzten Charakter an. Das ist hier der gute alte Transweaver. Für alle, die das nicht wissen, das ist ein Slaanesh-Zauberer, kann man so sagen, oder? Ja, der billigste Zauberer im Codex. Kostet 70 Punkte. Hat einen Spruch dabei, der auch gar nicht schlecht ist. Minus 1 to hit, minus 1 to wound. Wobei er eigentlich natürlich die Rolle erfüllen soll von billigem Psyker, der mir Psychic Actions machen kann. Also für Secondary Game ist dazu noch sehr schnell Infanterie-Charakter. Bei Dämonen Schwachpunkt ist auf jeden Fall die teuren Troop-Einheiten. Und die, ja, oft nicht sehr, sehr, also sehr ausgedünnt eigentlich die Armee, weil man halt viel schocken lässt gerade auch. Und so ein Infanterie-Charakter kann natürlich auch Banner setzen. Ja. Mit einer 9er Bewegung auch mal gerne dann schnell auf Banner, die weit außerhalb der Aufstellungszone liegen. Also der Transweaver, glaube ich, haben mich viele gefragt, dass sie nicht verstehen, warum der in der Liste ist, aber also den würde ich auch nicht raustun, weil der war auf jeden Fall immer gut am Start. Der, ja, gut gegen Armeen, die jetzt nicht gut nichts extra bannen können oder irgendwas. Der kann er mal gut billig, also eine billige Einheit für Psychic Actions und zusätzlich halt auch sowas wie Banner und ja.
Und den kannst du eigentlich auch immer, also wenn du jetzt den Bannerweg gehst, immer schön auch, der kann ja nicht angezielt werden in der Regel, ne, mit seinen wenigen Wunden. Und wenn der andere einer davor steht, kann die halt quasi die Arbeit verrichten und er macht das Banner dahin. Und dann verschwendest du quasi keine anderen Ressourcen oder machst irgendwie Bloodletters damit unfähig oder so, ne? Deswegen, genau. Das machen viele auch gute Spieler, dass sie zum Beispiel bei Thousand Suns einen Schaman drin haben, der nur reingebeamt wird, der da die Aktion macht, wieder raus oder so, ne? Also das sieht man doch recht häufig, dass man, ja, dass Leute dort extra für sowas reinbauen. Natürlich immer günstig, aber ihr seht auch hier ist dann eine Idee dahinter. Genau. Zusätzlich hat er noch auch, also die Slanish-Zauber sind auch nicht schlecht eigentlich aus dem Buch. Ja. Aber ich habe ihm jetzt extra einen Malediction-Zauber gegeben, um nochmal auch gegen Thousand Suns ganz gut aufgestellt zu sein. Deswegen extra? Krass, ja. Ja, hat mir auch geholfen. Ja, das stimmt. Das, auf dem Turnier auf jeden Fall. Okay, ist geil. Auch gestern hat es dir, glaube ich, fast ein paar Mal geholfen. Aber da kommen wir nochmal, auf Freitag, da kommen wir aber nochmal drauf zurück. Dann haben wir da die, sag ich mal, die HQs durch. Gehen wir mal in die Troop Section. Also den Feldskimmer hatte ich nochmal, also ich hatte ihn noch gar nicht angesprochen, die Zauber, glaube ich, ne? Ja, ja. Also der Feldskimmer ist natürlich gut, weil man ihn noch mal ausrüsten kann, plus eins zu Cast geben kann. Und der ist eigentlich der Buff-Zauberer, der mir Warpstones 2 sichern kann, was sehr wichtig ist. Ja, ja. Und einmal das plus 1 to Wound auf die Flamer natürlich. Genau. Also ja, ist dafür auch sehr mobil, 14er Fly-Bewegung, überall gut, schnell überall auf dem Spielfeld. Kann sich auch teleportieren. Also was ich auch so gelernt habe, so ich habe jetzt schon einige Spiele gegen Dämonen hinter mir, ist irgendwie auch gefühlt, dass man kann ja davon ausgehen, dass man im Schnitt so diese 4 Warp-Sturmwürfel erwürfelt, aber oftmals auch mal nur 3, dann manchmal aber auch 5. Aber wenn man von diesen 4 ausgeht, will man, glaube ich, als Dämon die meiste Zeit immer 5 Stück irgendwie haben, damit man diese Heilung anmachen kann. Sprich, Modelle wiederholen wie 3 bei so Mehrfacheinheiten, dass man damit auch Bewegungen bekommt in der Command-Phase. Oder dass man halt die anderen Modelle, die mehrere Lebenspunkte haben, hochheilt mit W3, ne? Das ist so das Coolste eigentlich am Warpsturm, oder? Auf jeden Fall. Ist die stärkste Ability. Und gerade mit den, mit den 2 Warpstones, die man sich safen kann, hat man eigentlich ziemlich sicher die nächste Runde 5 Warpstones. Genau. Ey, das man ist kann's machen. Fall cool. Ja. Genau, und die Fate-Skimmer auf jeden Fall auch verständlich, super mobil, kann nicht getargetet werden, solange er in Reichweite zum Charakterschutz steht und hat halt einmal eine buffende Sache dabei und eine schadenmachende, das andere war die Würfel-Safe, genau. Troops, mein Lieber, da hast du so 600 Punkte drin, also quasi etwas mehr als ein Drittel deiner Armee. Ich finde auch für viele Dämonenlisten, die ich bis dato gesehen hatte, hast du da recht viele Einheiten am Start. Erklär doch mal, also 30 Bloodletter, 10 Pink Horrors und 3 Nurglings. Was, warum so? Ja, die Pink Horrors, also Troops sind natürlich teuer bei den Dämonen. Es gibt keine billige Einheit mit Obsec und Aktionen. Also es gibt die Blue Horrors, die billig sind, aber dafür halt kein Obsec machen und noch nicht mal Aktionen machen dürfen. Also da ist so ein bisschen die Schwäche, würde ich sagen, von den Dämonen. Die Pink Horrors sind natürlich hinten einfach, um Homemarker zu halten, auch relativ stabil. Also stehen natürlich hinten, können abgeschossen werden, also wenn sie nicht versteckt sind, aber haben halt einen Dreierretter. Und wenn die Einheit nicht komplett ausgelöscht wird, was mit einem Dreierretter erstmal auch gar nicht so leicht ist im Fernkampf, splitten die sich halt nochmal, dass auch Blues rauskommen und dann wieder Brimstones. Und solange ein Pink Horror drin ist, haben sie auch die Obsec-Regeln noch. Also die eigentlich nur zum Marker halten hinten. Dann habe ich die Bloodletter, für mich die stärkste Einheit, Troop-Einheit. Gerade durch das Strategy mit 3W6. Zoll Charge, Pixel zu Highest. Sehr stark, sehr verlässliche Charges realisierbar, gerade durch das Schocken, die Shock-Ability natürlich der Dämonen. Ja. Eigentlich immer sehr zuverlässig. Können sehr gut Marker halt klauen. Und wie du auch schon gesagt hast, in Kombination auch sehr stark mit dem Wiederbeleben halt, ne? Dass sie dann mal
Was ich denke, ist immer sehr schwer auch für Gegner einzuschätzen, ist mit irgendwelchen Abilities, dass man Modelle zurückholen kann und sich auf einmal Marker schnappt oder ja. Was zusätzlich noch sehr, sehr stark ist, das Tweedledum mit der freien Bewegung. Das heißt, in der Fight Phase, ne? Genau, in der Fight Phase. Das heißt, in jeder Fight Phase, auch vom Gegner, was sehr stark ist. Das heißt, meistens stelle ich 2 Zehner-Trupps Bloodletter in Reserve, die schocken, und einen stelle ich irgendwo auf, hinter einer Ruine. Und also das Tweedledum besagt, dass man 2 CP, relativ teuer, aber in der Fight Phase, auch vom Gegner, sich einmal 6 Zoll bewegen kann. Und oder für 1 CP halt, wenn man schon im Nahkampf ist, einen Pile-In-Move machen kann. Und ein Consolidate. Das ist sehr stark, wenn man irgendwo direkt Einheiten Turn 1 sogar bedrohen kann oder wenn man den Nachzug hat, dass man direkt 6 Zoll aus der Ruine rauskommt, in seiner nächsten Bewegungsphase direkt nochmal 6 Zoll sich bewegen kann. Das heißt, 12 Zoll insgesamt plus dann den 3W6 Zoll Charge. Also Picks 2 heißt. Da kann man sehr viel schon bedrohen und auch schon, gerade wenn man im Nachzug hat, sehr stark, wenn man da schon einen Marker klauen kann direkt. Dass der Gegner in der zweiten Runde direkt wenig Primaries punktet. Und das halt auch oft unterschätzen oder nicht direkt antizipiert werden kann. Schirm oder so auch hat, ne? Also genau. Genau, was wollte ich jetzt dazu sagen? Also generell, CP-Probleme haben, finde ich, auch Chaos-Dämonen nicht so, weil sie auch nicht so viel Chance haben, vor dem Spiel welche auszugeben. Und generell im Spiel das meistens mal für den Reroll irgendwo in der Regel benutzen oder halt für diese Stratagems, die du jetzt da genannt hast. Aber ich habe das Gefühl, man kommt da mit den Zügen einigermaßen gut hin. Es ist eher an anderen Sachen, wo es ein bisschen krankt. Hier ganz kurz nochmal, erstmal Mike oder Logan, vielen, vielen Dank für den Sub, also sehr, sehr geil, freut uns immer sehr. Und wenn wir gleich, ich habe Angst, dass ich die Frage vergesse. Flamer hast du ja auch in der Liste, deswegen will ich sie jetzt erstmal kurz behandeln. Wenn man davon ausgeht, dass Flamer teurer werden, hat das einen großen Einfluss auf die Liste, würdest du sagen? Also hat das einen großen Impact oder wie siehst du das dann im Kontext Dämonen? Also ich denke, dass Flamer auf jeden Fall teurer werden sollten. Die sind zu billig für das, was sie gerade machen. Und man sieht sie auch zu viel in Suppen einfach gerade, also in irgendwelchen Mixes. Ein Einfluss, also ich habe selber ja auch nicht so viele Flamer gezockt, ne? Ich habe jetzt in der Liste 2x5, also nicht so wenig, aber jetzt lange nicht immer das Maximum von 18, was die meisten zocken. Hat natürlich einen Einfluss, klar, aber ich denke auch, dass andere Sachen vielleicht billiger werden und ich hoffe, dass sich andere Möglichkeiten ergeben, gerade bei Slaanesh oder bei Nurgle vielleicht, dass man da auch andere Wege gehen kann. Ja. Mal also gespannt. Ich denke auch. Aber ich denke, dass sie teurer werden sollen, ja. Ich denke auch. Vielleicht nicht so, dass sie dann komplett unspielbar sind oder rausgenommen werden, weil Gewi dann oder wieder übertreibt. Aber, ja. Oha, warte mal, irgendwas ist hier gerade passiert. Was Heftiges. Ein Hype-Train nähert sich. Rico verschenkt 5 Abos. Das ist auf jeden Fall gut für uns, glaube ich. Also vielen, vielen Dank, Rico. Mega geil, dass du das machst und uns damit irgendwie supportest. Da bedanken wir uns sehr. Mega, mega geil. Zu den Flamers würde ich jetzt noch abschließend auch sagen, das einzige Problem an Flamern ist, meines Erachtens, dass, unabhängig von den Punkten, dass die Einheit so gut und so einfach einzubauen ist, dass die, egal ob ein guter Spieler die nimmt oder ein schlechter oder ein sag ich mal, weniger erfahrener Spieler nimmt, damit sofort eine deutlich bessere Armee hat und schwächere Spieler extrem ausmanövrieren kann. Weil gute Spieler wissen eigentlich, wie man damit umgeht, ob man sie wirklich eliminiert oder ob man sie einfach ignoriert oder ob man sie einfach abbindet. Aber das ist so ein bisschen so dieser Drukhari-Effekt. Die sind von der Basic her einfach schon zu gut und einfach, dass einfach, ja, sag ich mal, weniger erfahrene Spieler damit sofort krasse Ergebnisse machen. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem, weil die halt super mobil sind, bisschen Schaden machen und so weiter und so fort. Die haben alles eigentlich, ne? Ja. Sehr mobil. Kein Obsidian. Ja.
Kein Obsec, ja. Ja. Trotzdem sogar Core. Stimmt. Aber jetzt abschließend nochmal zu den Troops, weil wir gehen da heute tatsächlich mal detailliert rein, weil das ist für euch als Dämonenspieler, glaube ich, interessant, aber auch für Leute, die gegen Dämonen spielen, dass da so ein bisschen was mitzunehmen. Ich finde die Punkte bei den Bloodblättern überhaupt nicht teuer, ehrlich gesagt, weil diese 130 Punkte, habe ich das Gefühl, sind die Sachen, die du mit denen machen kannst, mit eingepreist. Ne, weil wenn du jetzt auf viele andere Völker schaust, jetzt nicht Necrons mit, ne, wenn du jetzt Necrons nimmst und sie haben nur Truppen, also und mit Obsec, ja, ohne dass mit dieser Dynastie das alles Obsec hat, dann kostet ein 10er-Trupp Warriors, normale Krieger kostet auch 130 Punkte und der günstigste Trupp wäre 80 Punkte für Immortals und die sind jetzt auch nicht irgendwie mega geil mit einem Leben, sag ich mal, ne? Und da finde ich das ganz interessant, dass du Bloodletters, die im Beschuss einen 4er Demon Safe haben, ne, die halt sich bewegen können mit Sweater Gems, die auch im Nahkampf, finde ich, okay zuhauen. Nicht super krass, aber jetzt auch nicht komplett scheiße oder so, ne? Finde ich, sind diese 130 Punkte eigentlich gerechtfertigt oder sind sie es wert? Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Die Pink Hawk, was ich nur meinte, ist, also die 130 Punkte sind auf jeden Fall gerechtfertigt, also für das, was sie machen, finde ich auch. Die sind fair. Aber was ich nur meinte, ist, dass es halt keine andere Einheit gibt, die eine billigere Einheit, die halt, die man einfach hinten haben kann auf dem Marker mit Obsec. Ja, ja. Das ist ein bisschen das Problem. Da haben die Nerdlings halt keinen Obsec, das ist ein bisschen genau, schwach leider, schade, ne? Die haben einen anderen Grund. Und die Pink Horrors, die finde ich tatsächlich ein bisschen teuer. Die haben zwar den Dreier Rüster Retter, aber auch nur ein Leben, die schießen jetzt nicht irgendwie überragend. Und die mit 150 Schleifen, das ist schon wild, ne? Ja. Sind schon ein bisschen teuer. Genau, du hattest noch gesagt zu den Nörglings, die hast du einfach drin, damit du eine infiltrierende Einheit hast, zumindest als Option, erinnere ich mich, weil wenn jetzt generische Armeen mehrere, sag ich mal, Einheiten haben, um gewisse Felder abzudecken, willst du einfach sicherstellen, dass du auch zumindest eine Einheit hast, die dir einen gewissen Bereich frei hält, wo du dann dementsprechend auch besser nach vorne schocken kannst oder so, damit du nicht immer komplett reingedrückt bist, ne? Genau, gerade um, also man sieht ja, dass auch viele Infiltrators gezockt werden und Einheiten mit ihren 12 Zoll Range kein Schock, was natürlich für Dämonen tödlich ist. Und mit den Nörglings versuche ich halt das ein bisschen abzufangen, dass ich wenigstens eine Seite so ein bisschen erstmal versuche freizuhalten, dass die Infiltrators nicht auch direkt da infiltrieren können und die ganze Seite zumachen erstmal. Haben und zusätzlich halt, dass man auch sich natürlich aufstellen kann auf Objectives, die ein bisschen außerhalb sind, manchmal versteckt, in manchen Missionen ganz gut, weil die Dämonen halt auch nicht unbedingt schnell überall hinkommen. In der ersten Runde, wenn man halt viel schocken will und sich nicht committen will direkt nach außen und sich verteilen will, weil da ist man halt in der ersten Runde noch sehr dünn, wenn viel schockt. Ja, oder gerade diese eine Mission, wo du auf dem Marker stehen musst, um CPs zu bekommen. Wenn du die Einheit nicht hast, genau, dann musst das zum Beispiel. Dann hast du zwei Züge lang keinen extra CP, also verlierst du quasi zwei CP. Ja. Nee, cool. Ich denke, das ist alles gleich verständlich. Gebt gerne mal Feedback im Chat, wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt. Zur Elite, da hast du jetzt nochmal drei Einheiten hier am Start. Ich denke mal, die Flamer brauchen wir euch nicht weiterhin erklären. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Und die sind einfach geil, die können schießen, die können advancen, die haben minus 2, ignorieren leider keine Deckung oder zum Glück. Aber du hast ein Triple Beast of Nurgle hier. Warum hast du das quasi am Start? An sich eigentlich eine geile Einheit. Die, also erstmal sind die natürlich super, um erstmal nach vorne zu gehen. Und gerade Armeen, die jetzt nicht nur Psy-lastig sind, wie vielleicht Thousand Suns, um einfach auch ein Schild zu haben und Smites und alles abzufangen. Die meisten Armeen können nicht mal 7 Wunden einfach in der Psy-Phase machen. Heißt, die Beasts teilen sich einfach wieder hoch. Und ist alles verschwendet eigentlich. Die 6er Heroik ist sehr stark. Ja. Sehr stark auf jeden Fall auch. Gerade um sich dann manchmal noch auf Objective zu bewegen, zum Beispiel, oder irgendwas zu klauen. Für mich jetzt im Nachhinein insgesamt würde ich sagen, ist die Einheit vielleicht ein bisschen teuer. Ich wollte jetzt noch eine Einheit haben, die halt auch ein bisschen tankiger ist, dass ich irgendwas habe, was halt mehr einstecken kann und auch überlebt länger. Aber Problem ist auch, sobald eine stirbt, kann ich noch nicht mal Charakter damit schützen. Ne? Das ist halt ein bisschen
bisschen madig. Ja. Das ist, ja, bisschen doof für so eine teure Einheit dann. Aber ich muss sagen, insgesamt, also gefallen mir die schon gut, aber sie sind ein bisschen zu teuer, würde ich sagen, für das. Und weil sie halt die sind halt nicht zu zuverlässig. Ja, also ja. Die haben in manchen Spielen halt sehr gut performt, aber in anderen dafür gar nicht. So. Die haben die auf vielen Treffen ist halt immer so, ja, 50-50 mehr oder weniger. Mhm. Die Mortals auf 6. Kann dann sehr stark sein, aber kann auch wieder gar nichts machen. Also in manchen Spielen haben die wirklich nichts gebracht und in manchen waren die sehr stark. Sehr unterschiedlich, aber da sie eben nicht so diese Zuverlässigkeit am Ende haben, würde ich jetzt vielleicht eher auf ein einzelnes Piece gehen. Also ich finde die Einheit generell eigentlich taktisch mega interessant, muss ich sagen. Ich finde, ja, man könnte sagen, die sind ein bisschen teuer, aber für das, was sie eigentlich können und richtig eingesetzt, können die eigentlich auch ab und zu den Gegner richtig eklig überraschen. Ne? Also was ja nochmal dieses, man muss sie in einer Phase komplett töten. Also ein Biest, ne? Damit es auch tot bleibt. Sobald es mit einem Lebenspunkt überlebt, am Ende der Phase, egal ob Psi-Phase, Schussphase oder was auch immer, kriegt es wieder die vollen Leben zurück. Und ich glaube, man kann mit denen halt gut, dass das ein ähnliches Beispiel ist wie bei dem Admech mit den Chicken, kann man dort quasi Over- oder Underkills provozieren. Der Gegner will sich schon irgendwie drum kümmern, aber er muss sich halt genau überlegen, was er alles dafür einsetzt. Und was Grisha oder der Dämonenspieler hier in diesem Fall am liebsten hat, ist, wenn der Gegner mehr einsetzt, um safe zu töten, als er will, weil er dann diese Ressourcen nicht woanders einsetzen kann. Ne, das ist halt ganz cool. Und ich glaube, da sind gerade als Beispiel jetzt vielleicht drei Einzelne nochmal viel interessanter, weil dann juckeln die da alle rum und dann ist auf dem einen zu wenig, dann musst du nachlegen und so, weißt du, und dann nerven die einen da rum und wenn die irgendwann in deiner Ausstellungszone da sind, dann halten die dich doch schon recht lange auf und nerven gut ab, ne? Ja. Und was noch ganz geil ist, die haben halt ein Strategem auf 4+, kann sich der Gegner nicht zurückziehen. Ah, okay. Das ist auch ganz nice. Eigentlich. Infanterie nur oder alle? Alle. Das ist krass. Außer natürlich Airplay, ja. Aircraft. Ja. Ich muss daran so denken, ich spiele ja nebenbei auch ein bisschen Warhammer 40k Darktide, wo du quasi einfach irgendwie so ein Inquisitor bist. Und in manchen Leveln, da gibt es einfach so ein Beast of Nurgle, das ist fast wie so ein Endboss, weißt du? Das ist so krass in diesem Spiel. Und wenn wir hier 40k spielen, ist das halt so ein kleiner Lulli, der da rumläuft, sag ich mal. Ne? Also das ist immer ganz witzig. Aber genau, lass uns mal jetzt angesichts der Zeit auch ins Turnier selber gehen. Das waren wie viele Spiele insgesamt? 7 Spiele. 7 Spiele, finde ich eine geile Zahl, also schon knackig. Und im ersten Spiel hast du gespielt gegen den lieben Kyle, wenn ich es richtig blicke. Genau. Den kenne ich eigentlich auch ganz gut. Kyle ist auf jeden Fall ein netter Typ. Das ist einer, der aus England schon seit einigen Jahren in Niederlanden als Expat lebt und arbeitet. Und der ist, sag ich mal, ohne es böse zu meinen, das ist ein stabiler oder ein guter Spieler so. Was mir nur so ein bisschen missfällt, aber da steht er auch zu, muss man sagen, der geht immer auf den neuesten heißen Scheiß. Also das, was gerade heiß ist, spielt er auf jeden Fall ohne Skrupel. Da kennt er auch nichts, sag ich mal. Ne? Ja, aber das sieht man oft bei Turnierspielern. Ja. Das war ja nicht auf dich bezogen. Ja, ja. Aber was meinst du? Ja, okay. Ich weiß du nicht, ne? Aber insgesamt sieht man das doch öfter bei Turnierspielern. Der neueste Scheiß wird dann schon mal oft ausgepackt direkt, klar. Das stimmt. Aber es gibt auch tatsächlich immer mehr Spieler, die auch versuchen, ihre Fraktion zu meistern. Ich würde auch sagen, dass du eher zu dieser Fraktion gehörst. Du hast natürlich mit Dämonen oder auch mit Thousand Suns zum Glück Fraktionen, die wandelbar sind, die sich auch Metas anpassen können und einfach schon viele Werkzeuge an sich haben. Also Thousand Suns haben super Mobilität, tödliche Wunden und all das ganze Gedöns. Das meine ich so ein bisschen damit, ne? Aber gut. Nee, der Kai war auf jeden Fall, der hat auch seine eigene Turnierserie in England. Mhm. Das stimmt. Ja. Hat mich gefragt, ob ich für die Kings spiele. Ja. Er kannte dich auch, ne? Ja, klar. Sollte ich auch wissen. Nee, das ist auf jeden Fall ein netter Typ. Ich habe auch Stefter gegen ihn gezockt, Lim hat schon gegen ihn gezockt und. In dem Kontext jetzt gerade sehen wir hier, er hat natürlich Harlekiner am Start, einer der besten Fraktionen aktuell auch. Und wie auch unüberraschend nach dem Light Nerf, sage ich jetzt mal, die sind immer noch super gut, spielt der Twilight, also extra Konsolidierung und ich glaube eine Attacke mehr geben die. Und ja, klassischer Bild hier, Shadowseer hat er dabei mit,
weiß ich nicht jetzt genau, Laughing God's Eye, weiß ich gar nicht, aber der hat auf jeden Fall Mirror of Minds, das ist dieser Mortal Wound Duell, und Shards of Light ist, glaube ich, mit dem nicht anvisieren oder sowas, ich bin mir aber nicht sicher gerade. Troopmaster hat er am Start mit The Fang, also jeweils so viele Attacken, wie welche Runde man, glaube ich, hat, ist das. Also das schon mal super. Und er hat Foot in the Future. Auto-Charge natürlich. Ja, ja, der hat den Foot, also der ist super krass. Dann hat er hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Truppen ausgemaxt. Natürlich mit Neurodisruptor, mit ein paar Fusion Pistols, also Melter-Pistolen. Ein Death Jester, Lord of Crystal of Bones, ist, glaube ich, tatsächlich minus 2 Bewegung oder so. Ja, kein Overwatch, ne? Und kein Overwatch. Genau. Das ist wichtig, ja. Ja. Das Rede andere, Framer. Der Rift Ghoul ist, glaube ich, Mortal Wounds war das. Also da gibt es immer diese zwei, ne? Skyweavers hat er hier 3 Stück am Start, um höchstwahrscheinlich die Sekundärmission Behind Enemy Lines spielen zu können. Ja. 6 Transport hat er dabei und wenig überraschend noch einen weiteren Shadows hier mit doppelt bewegen und Fog of Dreams. Das ist, glaube ich, dieser defensive Spell. Genau, den hat er dabei und nochmal einen weiteren Troop, die dann zu Fuß laufen, und das sind wahrscheinlich mehrere Leute, und zwar ein Zehner Trupp. Genau. 12er kann ich sogar sein. Oder 12er. Ja. Auf jeden Fall ein großer Trupp. Der Tech dahinter ist immer, der ist so ein bisschen hinten. Kann natürlich auch Rennen angreifen, aber du tust Boote davor, machst sie unbeschießbar, weil du erst die anderen Boote dann wegmachen musst und so weiter. Und so werden die dann mit minus 1 to hit, to wound, und hast nicht gesehen, 4 Retter, doch recht stabil, wenn man denn irgendwann auf die schießen kann. Genau. Man muss hierzu noch sagen, generell wurde das HO-Layout gespielt, ne? Sowas hier in der Richtung. War das aktiv? Ja. Du siehst also das gerade gar nicht, ne? Aber ich kann es nicht sehen, aber ja. Das HO-Layout, ja. Genau. Genau. War das die erste Mission Abandoned Sanctuaries, das Kreuz quasi von den Barkern? Es war auf jeden Fall lange Kante. Ja. Ja, kommt hin. Gegenüber, also, ja. Ich glaube schon, dass es das war. Also, ihr seht ein Mittelmarker und lange Kante. Genau. Und ihr seht halt, wie das Gelände hier aufgeteilt ist. Ich habe auf der Mission auch schon mal gegen den Bellmann auf Dämonen gespielt. Ist halt, ja, ihr seht, ihr kennt, also viele kennen das HO-Gelände vom Setup. Ist eigentlich insgesamt viel Gelände, würde ich schon sagen. Man kann ganz gut winkeln. Es gibt jetzt nicht die allerkrassesten Feuerkorridore. Ich würde jetzt... jetzt gehen wir auf das Spiel ein. Ich würde sagen, es ist insgesamt ein eher schwieriges Matchup für deine Liste und für Dämonen generell. Warum? Weil Harlekine sehr schnell sind, weil sie mit den Playern viel Obsec haben. Du wirst, wenn du die Boote nicht siehst, wo die drin hocken, Probleme haben, die Player da raus zu bekommen. Und dementsprechend, wenn er es gut macht, kann er da sehr, sehr nervig für dich sein und dir viele auch Primary-Punkte, was du eigentlich ja machen willst, unterbinden. Von daher erzähl doch einfach mal, wie das Spiel so gelaufen ist. Grob. Ja, also seine Liste ist natürlich ausgelegt auf Deadly Performance und Behind Enemy Lines. Ja. Doppelt bewegen, die einzelnen Bikes. Die Mission ist natürlich gut für ihn, weil große Aufstellungszone und sehr nah beieinander. Das heißt, er ist eigentlich mit Advance direkt auch in der Aufstellungszone fast und doppelt bewegen ja sowieso. Ja, also die Mission erstmal gut für ihn. Und vor allem ist halt überall schnell am Start und überall kann er mich bedrohen. Ne? Also auch der 10er-Squad, der dann vorne hinter der Ruine steht. 8 Zoll Bewegung plus Advance plus Charge ist er direkt überall schnell und man kann sich schwer verstecken. Deswegen war das erstmal... und gerade dieser große Squad... war für mich ein bisschen doof, weil ich dachte mir so, 5er-Squads, kein Problem, gerade die Beasts, die haut er nicht gut weg mit dem 5er-Squad. Und die stehen dann stabil in der Mitte, mit ihrer 6er-Heroik sind die dann auch mal können alles bedrohen. Da kann er nicht einfach mal zwei Boote auf den Marker stellen oder was und mir den Marker klauen. Aber der 10er-Squad war dann halt ein bisschen doof, weil der haut mal die Beasts auch weg. Twilight hat dann nochmal plus eine Attacke, was gut ist, und hat auch ein gutes Strategy gegen mich eigentlich dann, das extra Strategy. Die haben ja 6 to hit Autowun, was gerade gegen meine großen Dämonen halt sehr geil ist. Und natürlich auch gegen die Beasts. Ja, aber
Er hat einen Spielfehler am Anfang gemacht, wo er seinen Shadowseer mit Doppelbewegen außen an die Ruine gepackt hat. So dass ich hinten Bloodletter direkt meiner nächsten Runde rein schocken konnte und chargen. Relativ sicheren Charge mit den 3W6 hatte. Mhm. Die ja dann auch geklappt hat. Konnte, habe ihn leider nicht geschafft, also ein bisschen verwürfelt, dass ich ihn direkt den rausnehme, aber dann konnte er halt nicht zaubern, weil er gebunden war und ist dann auch in der nächsten Runde gestorben. Und es war halt ein wichtiger Punkt, weil er halt nicht mehr den doppelt bewegen Zauber hatte. Wo war der? In der Aufstellungszone in der Mitte bei sich oder wo war der? Von sich aus gesehen in der linken Ruine hat. Also er stand links und ist dann halt ganz außen an die Ruinenwand gegangen. Okay. Zusammen mit einem Boot. Aber ich konnte halt beide chargen. Okay, verstehe. Und genau, das war ein großer Swing. Sonst, ich habe viel aufgestellt, weil ich wusste, er kommt eh. Mhm. Und konnte halt viel hinten verstecken, die Flamer. Ich musste nicht, ich wusste, ich kann überall schnell sein und er schickt eh alles nach vorne viel. Sodass ich lieber viel auf der Platte hatte, gerade weil er theoretisch ja alles nach vorne schicken kann in seiner ersten Runde und direkt mich sehr in Bedrängnis bringen kann, wenn ich viel schocke, weil dann sind die Dämonen schon relativ dünn. Mhm. Aber ja, konnte gut eigentlich gegenhalten und auch alleine die Horrors sind gegen Harlequins dann wieder gar nicht so schlecht mit den 20 Schuss, Stärke 4. Gegen die kleinen Truppen sind die gar nicht schlecht, auch den 10er Squad. Und auch Mortals tun natürlich weh, den Harlequins. Und eigentlich ich weiß nicht, wo es jetzt nochmal entscheidend war, aber konnte die gut ausdünnen und auch ihm Punkte sehr gut denyen. Genau, ich hatte das gerade, weil er das doppelte Bewegung dann nicht mehr hatte und ja. Ich hatte das hier nebenbei ein bisschen aufgezeichnet und zwar grüß dich Micha auf jeden Fall, schön, dass du da bist, Ehrenmitglied der Pathfinders. Ich hatte das hier nebenbei so ein bisschen aufgezeichnet, also was für die Harlequine spricht ist, bei so einer Mittelruine, 10er Trupp, wie Micha gesagt hat, kommt da rein und kann quasi eigentlich alle Marker bedrohen. Das ist halt krass, die Mittelmarker, die äußeren Marker und wahrscheinlich sogar den Heimatmarker. Das Problem ist natürlich mit den Booten und so, wenn die nicht auch alles wegschießen können und so, um ihre Truppen oder dass sie auch ihr Obsec ausnutzen können, müssen die halt aus den Booten rauskommen. Und sobald die halt raus sind, können sie vielleicht was töten, aber dann können sie halt zurückgetötet werden. Und vor allen Dingen Flamer in diesem Sinne, denen ist es eh egal, ob sie jetzt treffen müssen oder nicht, weil die automatisch treffen, haben auch die Flexibilität und sind halt dementsprechend ein unangenehmer Gegner für Harlequin in diesem Sinne. Deswegen glaube ich, so aus Dämonensicht ist ein Punkt, dass du die Flamer erstmal saven musst, dass die in der ersten Runde nicht irgendwie angegangen werden können. Und was natürlich auch ein Problem der Harlequin ist, ist Screenen. Die haben keine geilen Units zum Screenen. Das können sie erst mit den leeren Booten machen. Und das heißt, du kommst immer relativ nah ran und kriegst gute Charges und Angriffe in die Harlequin rein, ne? Genau. Mhm. Wie gesagt, er muss ja auch, also er kommt ja auch. Die Harlequine kommen nach vorne und ich konnte ihm gut die Primes eigentlich auch denyen durch die Counter-Charges. Mit den Bloodlettern und ja, das hat, klar, die Flamer sind natürlich stark auch. Ja. Nee, sehr, sehr geil. Ich denke, macht Sinn. Dann ging es in das zweite Spiel rein und zwar da hast du gespielt gegen den Thomas. Thomas hat gespielt. Beckers, genau. Er meinte, er wäre der Coach von den Niederlanden, VTC. Ja, warte mal ganz kurz. Ich musste mich ein bisschen aufpassen mit den Listen, will ich jetzt nicht so die Namen immer zeigen. Ich nehme alles mit rein. Stimmt, er ist auch hier Team Niederlande. Also direkt auch auf jeden Fall auch wieder ein stronger Gegner, kann man nicht anders sagen. Ja, er hat, glaube ich, besten Faction gemacht am Ende und genau. War irgendwo auch 14 oder so, glaube ich. Ja. Also auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. 14 ja, von gut, 140 ja. Ist ganz ist okay. Gut, ja. Ist ganz okay, ne? Kann man mal machen. So, ja. Nicht so gut wie du, aber genau, ich habe jetzt hier seine Liste am Start.
hier oben ganz interessant. Also ihr seht es, die Niederlande Chaos Knights hat er auf jeden Fall gespielt. 2 CP nur gehabt. No Prisoners, wenig. Bring It Down dafür viel, okay. Und das ist die Liste, relativ übersichtlich. Ne? Man kann sagen, er spielt hier, natürlich ist Abaddon dabei. Er ist einfach für seine Punkte eine Maschine. Und dann hat er hier ein Super Heavy Detachment dabei. Hier hat er 3 Nahkämpfer drin, quasi mit Meltern. Und dann 3-mal die Dogstalker, sind das auch Nahkämpfer, ne? Eine andere Artform, glaube ich. Also 6 Nahkämpfer, wenn ich es richtig blicke, die wahrscheinlich mit Abaddon so marschieren. Auch viel näher, hat auch einen Fernkampf. Ich glaube, 3 waren mit Double Auto Cannons. Diese. Wie heißen die denn? Ist das, okay. Oder nee, wahrscheinlich sind also das... Also natürlich nur kleine Knights dabei gehabt, aber genau. Er hatte... Ja, auf jeden Fall auch 3, glaube ich, die Shooty waren. Doch, das ist dann dieser Dreier-Trupp hier hinten wahrscheinlich. Und dann hat er nochmal 3-mal Warlock Executioner. Die haben irgendwie nochmal so ein paar eigene Sachen hier am Start. Und natürlich das Relikt mit dem Helm. Und dann hat er sogar noch ein Patrol-Detachment am Start mit einem Changecaster, wie man es halt kennt. Und dann 6 Flamer, 5 Flamer und 10 Dämonetten. Also für mich hat diese Liste gar keinen Speck. Finde ich sehr, sehr interessant. Finde ich eine krasse Liste. Siehst du das auch so oder findest du, die hat krasse Schwächen? Nee, auch die Flamer noch am Start natürlich, ne? Mhm. Aber Don immer gesetzt, glaube ich, bei den Chaos, also sehr stark. Ja. Fand die Liste auch echt stark auf jeden Fall. Mhm. Gerade die auch die kleinen Knights, was sehr stark ist, finde ich, ist ab Runde 4 alles in 12 Zoll hat kein Obsec mehr. Mhm. Und auch 12 Zoll um die Knights, das ist sehr stark. Und selber halt 10 als 5 Modelle Obsec, ne? Ist schon. Und ab Runde 2 schon musst du schon den Dread-Test machen, ne? Wenn du sie angreifst, genau. Auch, ne? Das finde ich auch krass. Den Dread-Test kann man schnell einen Plan mit Charges in die Hose gehen. Doppelte Charge-Reichweite dann. Ja. Das, die haben alle diese noch die Raketen gehabt für indirekt Feuer. Indirekt, genau, ja. Also 6x6 W6 Schuss, glaube ich. Mhm. Ja, mein Plan war eigentlich, ich weiß nicht, ob du die Aufstellung siehst, aber die Marker lagen halt... Das waren diese 6 Marker, Tide of Conviction, ne? Genau. Nun, die 2 Marker vorne lagen halt sehr dicht beieinander und eine Ruine dazwischen. Das heißt, ich habe meine Bloodletter dahinter versteckt, auf dem Marker, hinter der Ruine. Hatte einen First Turn. Bin mit den Bloodlettern raus, hab Banner gesetzt und bin in meiner Fight-Phase wieder geschiftet, sodass ich verdeckt war eigentlich mit dem Stratagem. Ach was. Okay, du bist quasi mit den Bloodlettern aus der Ruine rausgegangen, hast das mit einem, ne? Hast das Banner gemacht? Geil. Geht das echt? Und? Geht das echt? Und? Ja, es war also VTC geruled, dass man eine 6 Zoll Bewegung machen muss, kann. Genau. Auch wenn man verdeckt ist, wenn man keinen Gegner sieht halt. Aber die Aktion ist dann schon beendet und du kannst dann wieder zurückgehen und es abbricht? Ja, die Aktion ist ja beendet, ja. Also du gehst zurück und du machst ja nichts anderes, außer dich zu bewegen. Du machst ja nur einen Normal Move. Das ist geiler Tech. Okay. Hast du da einen Banner gesehen, ich war weg. Wieder in der Ruine, ne? Okay, ja. Ja, und das Geile war dann, dass er, ich habe mir 2 Warpstones gesaved, in der nächsten Runde hatte ich dann 5. Mhm. Und er hat halt mit den ganzen indirekten Feuer auf meine Bloodletter geschossen. Ja. Und hat mir, aber da war halt Wald dazwischen, also hat mit einem nur auf die 5 getroffen, wegen indirekt und Wald. Ja. Und hat mir dann vielleicht 3 Stück rausgeholt oder so, die ich dann in der Moralphase wieder heilen konnte, hab die so geheilt, dass ich auf dem Objective war und hab mir die Primaries auch noch dann geholt. Das war ganz geil. Ja, also da seht ihr schon mal, dass er das schon direkt gesehen hat, ne? Also diese eine Ruine jetzt hier, wie ich es eingezeichnet habe, mit dem Pfeil hin und zurück, einmal für Banner, einmal für Primary, dass er das schon so genutzt hat, da kannst du auch als Gegner kaum was gegen machen, außer hoffen, dass du die Bloodletter so ausdünnst, dass da kaum noch einer steht oder die weg sind, ne? Okay. Da hat er schon mal geguckt, ne? Ja, war ein guter Move auf jeden Fall, also für die ist mir gut in die Hände gespielt. Mhm. Er hat dann seine Flamer, einen Flamer-Trupp auch nicht gut platziert, ganz von ihm aus gesehen links auf der Ruine oben.
Sodass ich mit meinen Flamern das Abwehrfeuer sozusagen abfangen konnte und dann mit Blattlettern von der Seite reinschocken konnte. Dann hatte ich schon, habe ich einen Trupp da rausgenommen. Ja. Was mir am meisten Probleme bereitet hat, war eigentlich Abaddon. Wo hat er den hingestellt? In die Mitte? Ja, der ist dann so ein bisschen links über den Marker gekommen bei sich. Und hat erstmal meine drei Beasts angegriffen. Ich konnte unterbrechen, weil er erst woanders angefangen hat, glaube ich. Gegen Blattletter, die ich auf seinen Marker geschickt hatte und ihm den Marker verwehrt hatte auf der linken Seite. Ja. Die Primaries. Und ich habe dann mit den drei Beasts angefangen und habe original null Wunden gemacht. Okay. Leider. Ja. Ja, die hätten auch mal schön Mortals machen können, was natürlich gegen ihn gut gewesen wäre, aber er hat mir dann zwei rausgehauen. Und er stand, also in meiner Phase konnte ich dann ihn auf eine Wunde bringen, bis zur Fight Phase. Hab dann auch meinen Charge geschafft mit den Blattlettern. Und die haben es leider nicht geschafft, mit 10 Mann eine einzelne Wunde zu holen. Und der hat dann leider im Gegenzug alle 10 weggemacht. Boah, okay. Konnte dann nach vorne sprinten und hat nochmal meinen Fate-Skimmer rausgenommen. Ja. Und ist ja aber dann mit seiner einen Wunde dann gestorben im Endeffekt. Aber diese eine Wunde hat dann schon wehgetan auf jeden Fall. Dass die Blattletter nicht eine Wunde ziehen konnten. Das war so Abaddon. Wie waren generell die Chaos Knights für dich? Hast du die ignoriert oder bist du mit denen umgegangen? Die linke Seite habe ich eine Runde geschafft, so ein bisschen mit den Nörglings zu blocken, dass sie da nicht durchlaufen konnten. Aber die sind halt auch super schnell und waren in der nächsten Runde da. Der Blutdämon konnte zwei rausnehmen insgesamt, glaube ich, bis er dann gestorben ist. Sonst, ich glaube, am Ende hatte er noch zwei oder drei stehen. Aber ich konnte ihm halt auch sehr gut die Primaries verwehren, bis auf halt ab Runde 4 war es halt echt hart. Also bei sich konnte ich dann nichts mehr machen, weil ich hatte zwar meine Blattletter auch noch da auf dem Marker und allen, aber er hat echt die Regel Obsec wegnehmen innerhalb von 12 Zoll um die kleinen Knights schon echt stark. Okay. Also das war dann krass. Wie bist du mit seinen Flamern umgegangen? Ja, wie gesagt, den einen Trupp konnte ich schnell rausnehmen und den anderen Trupp hatte er auf der anderen Flanke und der hat die ersten zwei Runden gar nichts gemacht. Der ist dann wieder Ja. Oh oh. Kleine technische Gegebenheit hier. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Ihr seid heute sehr still. Aber ich gehe einfach davon aus, dass ihr so gespannt seid, was der Krischa hier erzählt und was wir machen. Ansonsten natürlich, wenn ihr irgendwelche Fragen und Anmerkungen habt, haut es bitte immer gerne rein. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ihr seid natürlich nebenbei am Mali-Lauschen der Elite, ja. Okay, danke. ich glaube... Ja, okay, verstehe. Okay. Bin ich noch da? Ja, ne? Ja, ich dachte, ich wäre gerade rausgeflogen. Okay. Nee, Video ist gerade raus. Ich grüße dich, Kniegeruch. Wir haben eine Sache hier gerade. Grisha, du hörst mich noch, oder? Ja, ich höre dich. Wie ist das Spiel ungefähr am Ende ausgegangen? Wie viele Unterschiedpunkte? 20 Punkte hatte ich mehr. Dann ist es eh egal, weil Micha meinte zu mir, dass, oder meinte hier im Chat, du machst das Banner in der Movement Phase, die Action ist beendet, aber erst am Ende des Zuges. Und jeder Normal Move, Advance, Fallback oder so bricht die Aktion ab. Normal Move, okay. Ja, also wenn das, das werden wir nochmal verifizieren, könnte sein, dass es das jetzt, dass das unabsichtlich geschummelt war jetzt, aber es hätte jetzt im Spiel nichts, also hätte er 2 Punkte weniger gehabt. Oder 3 oder so, aber das wäre jetzt nicht spielentscheidend gewesen, ne? Nee, also das nicht, aber okay, ja. Okay. Gut zu wissen. Nee, aber gut zu wissen. So lernen wir alle hier zusammen. Ich fand den Tag aber so generell super interessant, muss man erstmal drauf kommen. Aber fürs nächste Mal weißt du dann da Bescheid, genau. Nee, okay, das war das zweite Spiel auf jeden Fall. Da erstmal einen der Coaches vom Team Holland weggemacht, kann man so sagen. Ich, geh jetzt einmal rüber. Also es ist auch so ein Stratagem, dass sowas liebt der Micha natürlich auch. Muss man ihm auch lassen.
Ich werde jetzt ganz kurz mal die zweite Liste, die dritte Liste raufholen. Und da hast du gespielt gegen den Aaron. Oh, Aaron von Glashammer. Da muss man auch sagen, wieder mit, gegen Aaron ist auch Top-Spieler, einer der Top-Spieler in den UK, kann man einfach auch so sagen. Mhm. Ist der cool drauf? Der war super nett, ja. Der ist, glaube ich, echt cool drauf, habe ich gehört, ne? Ja. Ja, der war super nett, sehr cooler. Hat Spaß gemacht auch, gegen ihn zu spielen. Ihr seid doch beide durchtrainiert und so, dann ist es auch nice, ne? Bestimmt surft er auch und so. Der kommt, der wohnt tatsächlich in Gibraltar. Ach was, krass. Also der ist jetzt, der macht natürlich jetzt da mit Glashammer zusammen und ist in England, bei dem Money. Aber sonst ja auch in Gibraltar. Ja, und wie man es erwarten würde, der spielt Empress Children tatsächlich, genau, yes. Von Chaos. Also auf jeden Fall eine der Top-Fraktionen aktuell auch. Viele Units und so weiter und so fort. No Prisoners, maximal auf 12. Und der hat am Start den Dark Apostle, den musst du halt haben für Transit. Master of Possession hat er dabei mit den Zaubern, die man so kennt, heilen und ein Extraspruch und gegebenenfalls ein Toughness oder sogar ein Stärke mehr, glaube ich, wenn je nachdem wie hoher Würfel. Den Demon Prince mit, nicht mit den, also mit Flügeln, aber nicht mit diesem komischen Relikt mit Mark des Nurgle, sondern der hat Warp Time für nochmal bewegen. Und dann hat er Flames of Spite, ich weiß nicht, was das bedeutet tatsächlich. Er kann einmal ein Stratagem auf 0 CP setzen, was vor allem halt das Fight Last Stratagem, was sehr geil ist. Geil, okay. Und dann hat er noch am Start Truppen ziemlich voll wieder, 6 Troops hat er am Start, 5-mal Noise Marines, weil die einfach in der ersten Runde super mobil sind und geil schießen können, immer mit Blastmaster. Und die sind dafür auch, finde ich, echt erschwinglich so. Und dann hat er noch einmal Kultisten am Start. Haben die Obsec die Kultisten, weißt du das? Ja, ne? Ich glaube. Obsec, ja. Ja, haben sie, ne? Ja. Hat er in der Elite 10 Termis, muss er natürlich haben. Mit Mark auf Sanesh für Fight First. Dann hat er einen Chain Fist hat er am Start, Power Fist, einige am Start. Einige haben nur die Schwerter. Und nochmal Chain Fist. Er hat die Black Moon of Damnation für minus 1 to Wound, muss natürlich haben. Und dann hat er einen Master auf Executions, genau, der natürlich ein super guter Charakter für wenig Punkte ist, muss man ihm einfach lassen. Einmal 5 Possessed, weil die sind für ihre Punkte einfach super stabil. Und natürlich Abaddon am Start, die alte Fletsche, weil der einfach geil ist. So. Genau, das ist erstmal die Liste. Hast du schon mal gegen gespielt? Wusstest du, was dich so erwartet? Ja, hab schon gegen gespielt und also Empress Chillen kannte ich. Starke Fraktion gerade, ja. Auch eine starke Liste einfach. Ihr habt ja gespielt auf, wenn ich es richtig blicke, auf Death and Seal kam dann, ne? Also ein Mittel mit Ring der Lust und dann mit den Vierteln, ne? Genau. Für ihn natürlich gut mit seiner Thermibombe. Perfekt. Konnte die erst gut hinter den Marker verstecken und dann einfach auf den Mittelmarker schicken. Die natürlich unglaublich stabil ist mit einem Transit, keine Rerolls, Widerstand 5, minus 1 to Wound. Schon sehr tough, ja. Genau, die Thermis dann in die Mitte mit den Charakteren, ne? Genau. Wie hat er so die Noise Marines insgesamt bewegt? Hat er die aufgeteilt? Einige oben rum, einige an der Seite rum? Oder wie hat er das gemacht? Genau, manche zur Seite, also geschickt und dann versucht, da den Marker einfach zu halten. Und sonst halt hinten in der Ruine und den Blastmaster halt raus. Ja. Mit seinen 48 Zoll. Ja. Ja. Und wie starke Einheit. Wie hast du das aufgebaut? Wie war dein Gameplan jetzt dann in diesem Spiel? Ja, ich habe gehofft, dass er dann mit den Thermis die nach vorne stellt. Dass ich mit dem Blutdämon einen sehr guten Charge kriege auch. Und sonst mich erstmal nur auf meine Marker konzentrieren. Der hat viel Firepower halt, ne, und kann mich schnell ausdünnen da. Deswegen, ich hatte viel im Schock, weil ich wusste, klar, Emperor's Chillen können wir dann advancen plus den 6 Zoll Extra Charge. Aber denke trotzdem, es ist jetzt keine Armee, die mit vielen Einheiten schnell vorne ist oder irgendwas. Deswegen habe ich viel schocken lassen. Und er hatte den ersten Zug, hat mit Warp Time dann seine Thermis erstmal auf den Marker bewegt.
Ja, man konnte ich erstmal erste Runde. Ganz kurz, man kann glaube ich sagen, du hast immer eigentlich Reality Rebels genommen, ne? Und jetzt in so einem Matchup ist dann auch irgendein PC-Ding interessant für dich, ne? Weil er keine Gegenwehr hat, ne? Oder? Außer den Dämonenprinz vielleicht. Ja. Ja, natürlich. Nee, ich glaube, ich habe es sogar tatsächlich da nicht genommen, weil mit Abaddon auf 4 plus Bannen ist nicht so geil wieder. Ja. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht genau mehr, was ich hatte. Ich hatte auch, also Reality Rebels war natürlich gesetzt. Mhm. Wahrscheinlich No Prisoners hatte ich noch. Mhm. Ja, und das letzte vielleicht bei Nass wieder. Okay, alles klar. Dann hast du halt relativ viel geschockt. Wie hast du das Spiel aufgebaut? Also erst quasi ein bisschen über die Flanken gekommen, in der Mitte wahrscheinlich mit Abaddon, den Termis und noch den anderen Charakteren, ne? Und du hast dann quasi ab der zweiten Runde den Dämon reingejagt einfach, ne? Ja. Wobei der am Ende... Nee, noch ein weniger. Er stand ja auf dem Marker in der Mitte und in meiner Aufstellungszone muss ich ja nur 3 Zoll Abstand halten. Ja, ja. Heißt, war wahrscheinlich ein 7er Charge oder 6er Charge nur. Ja, 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 okay. Ja. Ja, und genau, der Blutdämon an sich hat aber am Ende gar nicht viel gemacht. Ich glaube, er hat nur 2 Termis rausgenommen. Mhm. Aber ich konnte ihn durch Psi sehr gut rausdünnen vorher. Also Lord of Change ist da wild gegangen, glaube ich, in der Runde. Hat er, drei rausgenommen. Mit Beschuss vielleicht noch 1, 2 oder so gegangen. Ja. Und dann hatte er noch, ich glaube, nur noch 2 stehen am Ende nach dem Blutdämon und einem Trupp Bloodletters, den ich da reingeschickt hatte. Okay, aber den vielen Pain hatte er nicht an? Der Phenopain, der ist nicht durchgekommen, genau. Der Phenopain ist nicht durchgekommen, aber der plus 1 Toughness und alles andere war durch, nur der Phenopain ist nicht durchgekommen. Okay, aber dann hast du dich in der Mitte ein bisschen aufgehalten, du hast auch das Wooncap gehabt, das war auch, glaube ich, gut, ne, dass er da relativ lange am Start ist und so. Und aber dann haben die das quasi nicht schnell genug den Bloodthirster gekillt und du hast alles andere quasi getötet mit deinen Flamern und so, oder wie hat sich das Spiel quasi entschieden? Genau, also Abaddon hat wieder lange überlegt mit einem Leben. Ja. Und die haben dann auch den Blutdämon direkt rausgenommen gehabt. Mhm. Aber seine Termis waren halt schon krass dezimiert. Das ist halt eine entscheidende Einheit bei sich, ne? Die zentrale Einheit eigentlich, um die er gebaut hat. Mhm. Und er ist dann mit dem Dämonenprinz nach vorne gesprintet und wollte meinen Lord of Change holen. Mhm. Hat aber überlebt, konnte ihn dann auch ein paar Wunden im Nahkampf ziehen. Der ist auch im Nahkampf oft unterschätzt. Mit seinen Flat 3 Damage am Ende auch. Ja. Und war dann getaggt halt, aber konnte ihn dann in der Psy-Phase auch mit dem Lord of Change killen dann. Den rechten Marker konnte ich ihm einmal denyen mit einem Bloodletter-Trupp. Der ihm einen Trupp von den Noise Marines weggenommen hat, der auf dem Marker stand. Mhm. Dann hat er halt nur eine 4er Runde gehabt. Termi ist bei sich ja auch kein Obsec. Also hat gereicht, dass ich auch einen Bloodletter-Trupp draufgeschickt hatte. Mhm. Wo ich ihm dann viele Primaries eigentlich denyen konnte. Ja, das war, glaube ich, entscheidend am Ende. Die Secondaries waren auch zu meinem Favor, glaube ich. Und Abaddon war wieder sehr stark, hat sehr viel rausgenommen, hat mit einem Leben überlebt, ist dann auch noch auf den Marker bei mir unten links gegangen. Nicht auf dem Home-Marker, sondern auf der anderen Seite. Konnte ich dann Gott sei Dank aber noch die eine Wunde ziehen am Ende und mir den Marker dann noch zum Endspiel, zum Late Game sicher. Der ist auch stark, der Junge, ja. Der kann auf jeden Fall was. Jo. Ja, der ist stark. Und damit war, glaube ich, auch Tag 1 dann quasi rum, ne? Für dich? 3 Spiele am ersten Tag, oder? Nee, nur 2, glaube ich. Am ersten Tag waren nur 2. Ah, das war schon der, okay. Es waren nur, genau, waren nur die 2 und am nächsten Tag war dann Aaron das erste Spiel. Ja. Und dann hast du im nächsten Spiel tatsächlich einen Bekannten getroffen, wenn ich das richtig hier sehe. Und zwar den Sepp von Target Priority, ist das richtig? Genau, ja. Ja, Liebe und Grüße gehen natürlich raus. Grüße.
Was ich natürlich besonders spannend finde, ich blende euch das jetzt hier ein, sofort, gebt mir eine Sekunde, und zwar hat er am Start Wotan, die man jetzt immer mehr auch sieht, wo alles jetzt released ist, wo alle Nerfs draußen sind und so weiter und so fort. Sehr, sehr starke Armee generell, habe ich jetzt auch schon einmal auf dem Turnier gegen gespielt. So war das, ne? Genau, ja, mit Wotan war er am Start. Ja, auch nach dem Nerf noch starke Armee, klar. Ach, richtig krass. Also, wir sehen hier, er hat auch, weißt du, was seine Forge World konnte? Oder war das diese mit den Rettern? Weiß es nicht. Ja, ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Ich glaube mit den Rettern wahrscheinlich, ja. Ja, genau, dass man mindestens einen 5er Retter hat und einige kriegen dann sogar einen 4er. Er hat den Karl dabei. Ich weiß jetzt, sorry Leute, dass ich jetzt nicht alles genau weiß, was er macht. Rampart Crest, kann das sein mit dem Beam? Ich bin mir nicht sicher. Ansonsten hatte der Warlord dieses Schießen, Treffer machen automatische Wunden oder weiß es nicht mehr? Naja, weiß ich nicht mehr genau, was er. Warlord Trade weiß ich nicht. Beam hatte er nur bei den Thermis, ganz normal. Genau, okay. Er hatte keine dicke Fortress dabei, oder? Mhm. Ja, also wir sehen das hier, er hat einmal den Karl dabei im Patrol, er hat zweimal Standards, einmal muss er nur, aber er hat zweimal mitgenommen für die Autos wahrscheinlich, weil er sie in den Autos, glaube ich, dann auch aufteilen kann. Die haben Medipack dabei, das ist dann meistens so, kauft man das ein, dass der Sergeant einen 4er Retter hat und der erste Schaden wird, glaube ich, ignoriert oder so. Das ist ganz gut, dafür sind die dann okay. Dann hat er Berserker dabei, die sind natürlich, wenn die ankommen, saftig, die haben 5er für No Pain und hauen halt zu wie Hulle. Hearthguard, das sind die Thermis oder was? Ja, ne? Nee, doch, das sind die Thermis, ja, aber nur ein kleiner Trupp, ne? Ja. Ist nur ein 5er-Trupp nur? 5er-Trupp, genau. Weil der 10er-Trupp, der kommt auf jeden Fall auf über 400 Punkte und die können halt gut schießen, die können halt gut kämpfen, die können sich hier beamen, das ist ganz nice. Das einzige Problem meines Erachtens. Haben eine 12-Inch Deny Infiltrator, No Shock Aura, genau. Genau. 12 Zell. Die haben halt leider nur 2 Leben. Das ist aber auch das Gute daran, sag ich mal. Und dann hat er hier die Sagittaura. Das sind diese Autos, die können relativ viel ballern, was ich so weiß. Und du kannst halt drin die Leute nochmal Combat squatten. Dann hat der Grimnir dabei. Das ist der Zauberer von den Boys, der auf jeden Fall ein paar Movos machen kann und dementsprechend auch mehr Missionsvielfalt für Secondaries gibt. Hier nochmal in diesem Outrider nochmal Obsec drin durch Hearthkin Warriors, nochmal Berserker für Nahkampf, die sind wahrscheinlich alle in den Autos drin und muss natürlich haben, dreimal Bikes, die haben so schon Obsec, haben Pregame Move, die schießen wie Hulle, haben viele Leben, bisschen Widerstand, ist eigentlich schon eine insgesamt gute Liste, ne? Ja, sehr stark, die Bikes gerade sehr stark, ja. Bikes super stark. Er hatte das Secondary auch mit den, wo der Gegner 3 Marker verteilt, die er am Ende halten muss für jeweils 5 Punkte. Lay Claim heißt das. Das finde ich nicht gut, ehrlich gesagt, weil ein guter Spieler weiß, wie er das erstmal, wo er sie hinlegt und weiß auch oder versucht dann die gegnerische Armee mit Gegendruck auf die andere. Also ich zeige euch das jetzt mal hier in einem Beispiel, weil ich habe das Beispiel, kommen wir eigentlich auch noch mit Arne gleich zurück bei dem Turnier gehabt. Ich grüße dich, Thunfischbeule. Also, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ja gespielt nochmal Ring der Lust und zwar Conversion hier, ne? Ja. Und wenn man jetzt sagt, hier sind die, ihr wisst es ja, einer ist in der Mitte, einer in der Aufstellungszone und 2 halt in den Ecken. Und zusätzlich legt man dann 3 Marker. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich lege jetzt einen Marker hier zwischen, der muss dann 9 Zoll vom anderen sein, den lege ich dann hier und dann irgendwie noch hier. Und dann pusht man aber oder macht man so viel Druck über diese Seite, dass der Gegner sich quasi hier verfängt, dann hat er später vielleicht Probleme, hier hinzukommen. Wenn jetzt hier oben wie heißen die nochmal? Wotan ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, also für dich, was ich jetzt sage, aber ich glaube, gezeigt kann man es einigermaßen verstehen, weil doch viel Kontrolle in der Hand des Gegners ist, wenn er die Marker legen kann, ne? Ja, denke ich auch. Also sollten natürlich also ich denke, der Wotan-Spieler, wenn er das Spiel gewinnt, dann wird er diese Punkte auch holen, weil er so viel ausgedünnt hat vom Gegner, dass er noch die Marke halten kann am Ende. Ja. Kommt natürlich darauf an, ob du First Turn hast oder den Nachzug, wo es natürlich dann leichter ist. Tatsächlich hat er 0 Punkte gemacht in der Mission, weil ich ihm das halt gut denyen konnte. Und ja, wie gesagt, ich denke, wenn du eh schon gut aufgestellt bist und gewinnst, dann machst du die Punkte auch easy. Genau. Aber ansonsten ist es halt schwer. Und bei knappen Spielen oder
wenn es tough ist, dann ist es halt schwer, die Punkte zu machen wahrscheinlich. Deswegen finde ich jetzt auch nicht so stark, dass abgesehen davon, dass er jetzt da eine Nuller Secondary gemacht hat, wo hat sich das Spiel so für dich entschieden oder wo war es dann einfach zu deinen Gunsten, was du ausnutzen konntest und wo du einfach ja das Spiel quasi dann für dich entschieden hast? Also die Termis waren auf jeden Fall nervig. Die hat er direkt in die Mitte geportet. Die machen einen Haufen Mortals und alles. Ich konnte dann nicht schocken in meiner nächsten Runde. Also 12 Zoll um die Mitte überall. Das heißt, er hatte da ziemlich gut abgesichert. Ich denke, also er hatte First Turn, ist mit 3 Bikes direkt nach vorne. Hat mir einen ganzen 10er Trupp Bloodletter rausgenommen und hat dann meine geschafft, nur die Pink Horse zu tacken. Er hat es gerade, glaube ich, geschafft, noch aus der 6 Zoll Heroik von meinen Beasts zu kommen. War erstmal stark, also den 10er Trupp Bloodletters war doof, weil die hatte ich schon vorne in der Ruine so platziert, dass die dann wieder mit Doppelmove ganz gut bei ihm gewesen wären. Und musste ich mir erstmal um die Bikes hinten kümmern in der ersten Runde, wo ich halt nicht viel auf dem Feld mehr hatte direkt. Aber ja, die haben halt dann die Mortals gezogen und nochmal die Beasts haben die dann rausgenommen am Ende. Ich glaube, ein Knackpunkt war, dass er den Lord of Change auch ein bisschen vielleicht unterschätzt hat. Gegen Wotan ist natürlich stark. Mobos mögen die nicht. Gegen die großen Mobos. Mobos mögen die nicht und vor allem nicht das Auto-Wunden mögen die nicht. Mit minus 1 to Wound und Toughness 8 sowas mögen die das Auto-Wunden natürlich gar nicht. Aber er hat fast seine komplette Armee auf den Vogel in Runde 2 geschossen und am Ende stand er halt mit 2 Leben, glaube ich. Ja. Und das war so ein bisschen so ein Knackpunkt, ne, dass er also die Shooty-Armee komplett eigentlich auf eine Einheit gerichtet hat, der dann noch am Ende stand. Ich glaube aber, der kann das hinbekommen, den durch die Kadenz, weil er kann ja dann minus 1 to Wound und alles umgehen durch Judge Token, ne? Wenn er das schafft, irgendwie 2-3 Judge Token raufzumachen, auf die 4 ist dann irgendwann alles Autowunden, da ballert er so viel rauf, dass, glaube ich, die 1 und 2 beim Saven kommen, ne? Also wenn einer das durch Beschuss und Kadenz schaffen kann, fokussiert sind das, glaube ich, die Votern, die halt wirklich das Chicken auch dann rausnehmen können. Ja, auf jeden Fall. So. Gerade durch das Autowunden. Ich glaube, ich hatte 2 Tokens da. Also 5 war automatisch schon. War auf jeden Fall stark. Die Thermis haben leider, ich habe da glaube ich einen 4er Charge oder so wie Rollable mit den Beasts verkackt. Und die standen dann da noch mit einem Typen, der dann auch sein Moral geschafft hat. Das war sehr, sehr ärgerlich. Ich konnte aber unten rechts in die Ecke schocken und ihn den Marker da, die 9 mit Bloodletters und dem Blutdämon, den ich da einfach reingepackt habe, weil ich den drauf haben wollte, aber der hat auch seinen 8er Charge leider verkackt. Aber das kann natürlich passieren, oder 7er glaube ich war es. Aber die Bloodletter sind rein, haben den Marker wenigstens denied. Was ich dann nicht mehr auf dem Schirm hatte, er hatte das mal am Anfang, vorm Spiel hatte er es erwähnt, aber hatte ich dann nicht mehr auf dem Schirm, dass die Berserker, nochmal zuhauen, wenn man sie tötet im Nahkampf. Genau, Fight on Death haben die. Fight on Death, sehr stark. Hatte Flamer auch geschockt und hätte die easy rausnehmen können, aber hatte es nicht auf dem Schirm und hab dann einfach auf so ein Auto von ihm geballert. Was natürlich dumm war im Endeffekt, weil ja, die Berserker dann nochmal sehr, sehr viel Schaden gemacht haben, als oder auf jeden Fall die 8 Wunden beim Dude-Dämon im Nahkampf danach gezogen hatten. Und auch nochmal, glaube ich, Bloodletter rausgenommen. Aber okay, also man muss, glaube ich, hier sagen, wenn man einmal dagegen gespielt hat, auch weiß man, dass Wotan so ein Stat-Check sind. Die haben halt keine krassen Überraschungen, außer das Porten. Man weiß, wie weit sie sich bewegen können, man weiß, wie weit die schießen können. Man weiß auch, dass die im Beschuss eigentlich alles töten können, was sie wollen. Also kann man das ein bisschen kontrollieren, was man denen gibt und was man denen quasi nicht gibt. Ist das Spiel so, weißt du noch ungefähr die Punktedifferenz, wo ihr so rausgekommen seid? Weil ich will dich hier natürlich zu deinem Premium. Ja, ich glaube auch ungefähr 20 Punkte, glaube ich. Okay, also war auch dann doch schon eher ein deutlicheres Spiel. War aber, glaube ich, für die Matrix da nicht so wichtig, ne? Genau.
wir kommen dann tatsächlich zu dem letzten Spiel des Tages dann, glaube ich, an dem Tag dann, ne? Das war dann nochmal ein Highlight gegen Manichima von Glasshammer, ich denke mal für viele bekannt, einer, der auch sehr, sehr viele Turniere spielt, der davon lebt, der das professionell macht, der sich auch immer da die Builds raussucht, die gut sind. Hier kann man, glaube ich, sagen, der ist mit 1000 Suns gekommen, ne? Und Suns und Flamer, ja. Genau. Ein Dämonen-Detachment dabei, Fate, Skimmer und Flamer, ja. Genau, wir machen das mal ein bisschen schneller, weil das ist ziemlich einfach. Ihr seht jetzt hier den Bildschirm. Und zwar, genau, hier, zack. Oh Leute, die Beats pushen mich so hart heute, ey. Das ist ja genau mein Ding, ey. Also er hat hier 1000 Suns dabei, Ariman, Exalted Flame. Ihr seht es auch bei Chris in unseren Bedraps immer und so weiter und so fort. Also kein Speck in dieser Liste, Infernal Master musste haben. Der hat Rubik Marines mit Flamern, korrekt? Nee, nicht mit Flamern. Ja, nur ein Squad mit Flamern, ja. Genau, aber dafür 5 Stück. Einmal nur 10 Terminatoren, das finde ich ein bisschen zu wenig. Dann hat er 3-mal Enlightened dabei, für Movement oder so, ein Fate Skimmer und dann halt natürlich nochmal den Good Shit hier mit den Flamers dabei. Also eine relativ klassische, richtig starke 1000 Suns ist, wie man sie aktuell kennt. Und ich wage auch zu behaupten, dass 1000 Suns ein Problem für Dämonen darstellen können, weil die einfach besser als das Chicken zaubern und Möglichkeiten durch die Kabalpunkte haben, ihm das Leben schwer zu machen. Und Mortal Wounds umgehen halt den Demon Save. Von daher sehr, sehr interessantes Matchup insgesamt. Wie war das so für dich? Wie war es gegen Manny zu spielen und wie bist du das Spiel angegangen? Wie hat sich das so ein bisschen entwickelt, damit die Leute es draußen verstehen? Ja, erstmal Manny, super korrekter Typ. Sehr nett auf jeden Fall. Das war die Bombenmission, ne? War das? Genau, es war die Bombenmission. Mit Bomben legen. Mhm. Ich hatte wieder einen Squad Bloodletter vorne rechts in eine Ruine gepackt, so weit wie möglich, um den rechten Marker von ihm zu bedrohen. Er hatte den First Turn. Mhm. Ich hatte links auf dem Marker nur ein paar Nörglinge, dass er nicht direkt nahschocken konnte. Und aber viel hatte ich in Reserve. Mhm. Und ja, er hat direkt mit dem Kristall seinen 10er-Trupp Thermis, oder 9er-Trupp hat er, glaube ich, nur, Thermis geschockt in die linke Ecke. Sehr offensiv. Da, wo du die Bloodletter zur Bedrohung geschickt hattest? Quasi. Nee, die hatte ich auf die anderen. Die hatte ich rechts in der Ruine. Genau, wo die Nörglinge waren. Okay. Weil er dachte, die Beasts waren auch rechtsorientiert und der Lord of Change auch. Mhm. Und er dachte sich, er hat halt offen alles so kommuniziert, was er gemacht hat auch. Ne? Mhm. Und meinte halt, hier hast du keine Bedrohung eigentlich. Ich glaube, die Thermis kriegst du hier nicht weg. Und hat dann die Thermis dahin geschockt. Hat am Ende aber jetzt nur die Nörglinge erstmal rausgenommen mit den Thermis und ich glaube eine Beast im Beschuss. Mhm. Hat alle Charaktere hintergepackt. Die stand dann dahinter. Ich konnte dann hat auf die rechte Seite natürlich ein paar Rubiks gepackt. Mhm. Er hatte Manipulate Landscape, Marker verzaubern Mission. Ich hab dann meine Bloodletter in seiner Fightface bewegt, 6 Zoll. Konnte dann in meiner, habe ich ihm aber auch vorher gesagt, dass das Stratagem, wie ich das mache. Er hat dann gesagt, das Stratagem heißt aber näher zur nächsten Einheit. Und er meinte, da ich niemanden sehe hinter der Ruine, könnte ich mich nicht bewegen. Dann sind wir zu den Judges gegangen, haben die gefragt und die meinten, nein, weil die haben das so geregelt, FAQ'd, dass man einfach einen Normal Move machen kann. Süß, okay. Ja, dann konnte ich 12 Zoll nach vorne und mit einem 3W6 Zoll Charge auf den Marker einen 5er Squad Rubiks rausnehmen und hab ihn den Marker denied. Hatte dann nur eine 4er Runde für sich in der nächsten. Hab aber nicht viel mehr gemacht, weil viel im Schock war. Ich habe noch den Lord of Change rüber Richtung Thermis gemacht, habe einen Thermi rausgenommen und die Charaktere durch den Gate-Zauber nochmal angeknackst. Mhm. Die haben alle was verloren, die hatte die alle in 3. Aber so, dass für die Smites immer noch die Biester vor dem Lock standen, vor dem Lord of Change, damit er nicht die Smites frisst, oder?
Nee, da hatte ich, ich habe Flamer geopfert, einen Fünfer-Trupp. Einen Fünfer-Trupp Flamer habe ich nach vorne geschickt und habe die komplett vor die Thermis gestellt. Okay. Mhm. 1 Zoll weg, genau vor die Thermis aufgereiht, dass er als Move-Block einfach. Mhm. Hab die halt geopfert, die haben noch einen Thermi vielleicht, glaube ich, rausgenommen. Also die Flamer sind eh nicht stark gegen in dem Matchup. Genau, die machen immer eine Zweierhose wegen Arm auf Kotep und Dust ist alles Dust, also das muss man schon sagen. Genau, da machen die Flamer nichts gegen. Und ja, das war auch, glaube ich, sehr wichtig. Damit habe ich die Thermis komplett geblockt. Und den Lord of Change hinten gehabt, der konnte dann ein paar Models noch machen. Mhm. In seiner konnte ich aber auch nicht viel mehr machen, weil viel im Schock war. Aber ich konnte ihm die Primes gut verwehren. Mhm. Hatte da den Marker bedroht auf seiner Seite. Mhm. In seiner Runde hat er dann halt nur die Flamer rausgenommen, wirklich. Und noch ein Beast, glaube ich. Mhm. Sogar beide Beasts rausgenommen und die Flamer auf der Seite. Und hatte die Thermis aber vorne weiterhin. Ja. Und das war eigentlich das, was ich auch versucht hat, dass er seine Thermis da vorne hat, damit ich einen kurzen Charge habe mit dem Blutdämon nachher rein. Mhm, der kam auch noch. Und genau. Also dein Ziel war halt, die rauszunehmen, weil du wusstest, wenn die raus sind, dann ist halt so dieser Schuss und Dampf und so von denen weg und Nahkampf, ne? Klar, klar. Eine zentrale Einheit, 450 Punkte fast. Mhm. Ja. Die kann ich auch nur mit dem Blutdämon rausnehmen, sonst kann ich nicht viel gegen machen. Auf seinem Marker hat er halt ein paar die Flamer hingeschickt und noch ein Rubik's Squad. Wollte dann Manipulate Landscape machen, was ich ihm erklärt habe, aber dass er es nicht machen kann, wenn er den nicht kontrolliert. Mhm. Konnte er dann da auf dem Marker nicht machen. Hat dann natürlich die Bloodletter von mir aber rausgenommen. In meiner Phase konnte ich dann den Blutdämon auf 7 Zoll schocken. Ich habe nochmal CP ausgegeben für -1 extra Leadership-Reduktion. Konnte den Blutdämon auf 7 Zoll schocken. Flamer kam dann nochmal. Er hatte seine Flamer da auch, einen 6er-Squad noch auf der Seite. Und den konnte ich aber, die stand hinter der Ruine, sodass ich den Twansweaver verstecken konnte hinter der Ruine und Overwatch umgangen bin, die getaggt und da noch einen Blattblättertrupp hingeschockt, der dann in die Thermis und die Flamer reingegangen sind. Auf der rechten Seite habe ich auch nochmal einen. Also seine Flamer hast du aber abgebunden, Trupp, ne? Und nicht genau, seine Flamer abgebunden. Genau. Bloodletter auch auf der rechten Seite nochmal, die ihm nochmal den Marker denied haben und einen Ruby Squad rausgenommen haben. Seine Flamer da gebunden, binden konnte durch Consolidate rein. Und der Blutdämon hat seinen Charge geschafft. Ich habe noch vorher nochmal ein oder zwei Thermis rausgenommen. Und hat dann alle Thermis rausgehauen. Und dann so ab der Mitte 16, des Spiels, wo die Thermis dann weg waren, ist ihm dann quasi die Luft ausgegangen, auch wenn er bis dahin und auch danach noch ein bisschen gut weitergepunktet hat, ne? Kann man auch sagen, ne? Und du bist quasi das Spiel aufgerollt, ne? Genau, er hat auch gut die Primes erst denied von mir. Also wir haben uns beide sehr viel denied und war auch echt ein toughes Game an sich. Mhm. Ich muss auch sagen, hat auch echt Spaß gemacht, weil ich war echt richtig im Tunnel in dem Spiel und richtig drin. Konnte ihm halt gut die Punkte denyen und der Blutdämon hat die halt weggenommen und konnte ich halt dann mehr oder weniger viel aufräumen. Den Marker rechts hatte ich, war auch immer so ein Hin und Her, haben uns gegenseitig die Punkte da immer denied. Natürlich hat er als Thousand-Suns-Spieler sehr gute Secondaries, konnte die aber noch gut punkten. Primes konnte ich ihm sehr gut denyen. Und wie ist das am Ende ausgegangen?
Ich habe mich erst verrechnet beim Zusammenrechnen. Danke, Conny ist ja noch da. Danke dir nochmal. Der Bonsmann, wenn er da ist. Ja, genau, Bonsmann. Der Bonsmann. Er hat mir einen kleinen Hinweis gegeben, dass ich mich um 4 Primary-Punkte vertan hatte. Also da dachte ich erst, ich hätte verloren, aber habe dann tatsächlich mit einem Punkt gewonnen. Ja. Wobei man sagen muss, dass er das im Nachhinein Money mir noch nur 1 oder 2 Punkte No Prisoners zu wenig gegeben hatte. Also hätte ich eigentlich mit 3 Punkten, glaube ich, gewonnen. Trotzdem knappes aber, Game und dann halt mit 3 sehr Punkten. Sehr knappes Game, Unterschied genau, gewonnen, ja. Ne? Also, aber der Sieg war drin und damit auch einer der Hauptbrocken, die du da aus dem Weg geräumt hast. Also auf jeden Fall stronge Leistung. Was wichtig war noch, der Malediction-Zauber noch auf dem Transweaver, ihm das Leben mit Wrath of Magnus relativ schwerer gemacht. Hat. Mhm. Genau. Okay. Ja. Nee, auf jeden genau. Fall. Nee, aber das hat Spaß gemacht, das Spiel war sehr geil. Ja, das glaube ich, ey. Das hätte ich mir gerne auch live angeguckt. Jetzt haben wir noch 2 Spiele vor der Brust. Ich denke mal, das eine Spiel ist gegen Flojo, also wieder auch einen Bekannten aus Deutschland, den du da getroffen hast, auch ein fähiger Spieler, ne? Der hat halt leider, sag ich mal, oder für ihn cool, dass er es macht. Er hat eine Marine-Liste gebracht, Iron Hands, ne? Ich würde einfach mal, also hier zeige ich euch das nochmal ganz kurz. Wir haben die auch schon mal im letzten Stream durchgegangen. Also Gravehex für 2x+1 ist eigentlich ganz cool. Noch ein Librarian für einen besseren Rüstungswurf, so ein bisschen Tech Marine, der unbeschießbare, Cyborg ist dabei. Dann hat er Centurions, ziemlich haltbar und so weiter und so fort. Ein bisschen Spielereien. Ich glaube, was so Marines-mäßig anbelangt, hat er das Maximum hier so rausgeholt an List-Building. Aber ich glaube, also war das ein toughes Matchup für deine Liste oder würdest du sagen, Marines haben es einfach generell so schwer, die hatten da sowieso schon ein Bergaufspiel und so weiter und so fort? An sich haben sie schon schwerer, glaube ich, aber seine Infiltrators sind natürlich nervig für mich. Mhm. Das war erstmal schwer, die zu umgehen. Mhm. Dann sein Charakter Contemptor, der natürlich gut Models macht, was meinem Vogel natürlich auch gar nicht schmeckt. Mhm. Aber trotzdem safe der, oder sonst tankt er ja trotzdem einfach so gut. Also auch die vielleicht 4 Models, die er dann macht, machen jetzt also auch nicht viel. Mhm. Also der tankt den auch gut weg. Und seine Centurions hatte ich jetzt nicht viel Angst, weil ich dachte auch, er will mit denen kommen, den Mittelmarker bedrohen und dann, wenn da mein Blutdämon reingeht, dann macht er die auch einfach weg. Mhm. Mit seinen, 4 Leben haben die und nimmt er die mal, glaube ich, schnell raus. Hat er auch dann gemacht. Also, okay, er hat im ersten Nahkampf ein bisschen verhauen. Da hat er, glaube ich, nur 2 getötet, aber war im Endeffekt gar nicht so schlecht, weil ich hatte auch mit den Beasts noch drin und konnte mit dem Strategy auf 4+ ihm denyen, dass er rausgeht und konnte dann nicht auf meinen Blutdämon und auf die Beasts schießen, die dann den Mittelmarker gehalten haben, und in seiner Phase hat der Blutdämon dann einfach die Centurions rausgenommen. Auf der linken Seite, also das war die Mission mit dem Marker verschieben, ne? Genau. Da hat Flojo den Wurf gewonnen und konnte zuerst verschieben, hat den Marker bei mir oben gut rausgezogen, sodass er den sehr gut mit seinem Contemptor bedrohen konnte. Mhm. Also konnte ich nicht gut was rausstellen. Genau, das war. Ich habe ihn den Marker auch so rausgezogen. Er hat dann da Infiltrators draufgepackt gehabt, die er dann auch auf den Marker geschoben hat. Da hat er die vielleicht ein bisschen zu weit oder zu weit vorne gespielt. Ich konnte mit Flamern advancen aus der Ruine bei mir hinten raus und konnte direkt den einen Infiltrator-Trupp rausnehmen. Er hatte da noch Vanguards, also ich wusste, ich opfer meine Flamer, aber das war es mir dann im Endeffekt wert, weil die Infiltrators sind tödlich für mich. Wegen der No-Shock-Geschichte. Genau. Also ich muss den mal. Ich identifiziert, was deine Prio ist. Ne? Nicht jetzt Centurion, sondern die taktisch wichtigen Einheiten des Gegners, ne? Genau. Also ich musste die Infiltrators rausnehmen, damit ich den Marker hinten bedrohen kann. Mhm. Ja. Er hatte ja als die Suppressors dabei, konnte einfach Overwatch auch leicht ausschalten. Mhm. Muss ja nur einen Schuss treffen, dann Overwatch ausziehen. Konnte mit den Vanguards dann
meine Flamer auch leicht rausnehmen. Im Gegenzug habe ich dann da Blattletter gegen geschickt. Hatte gehofft, dass ich die rausnehme mit den Blattlettern und dann auf den Marker komme, aber die Blattletter haben ein bisschen verwürfelt, sind dann im Gegenzug komplett gegen die Vanguards gestorben. War ein bisschen doof und dann konnte ich die Seite nicht direkt mehr bedrohen. Aber die Vanguards hat er dann in meinen Slaanesh-Charakter geschickt, wo der aber von den Beasts umgeben war, die dann eine Heroik machen konnte. Und durch Unterbrechen, glaube ich, konnte ich ihn dann alle mit den Beasts rausnehmen. Das war sehr stark. Kann man eigentlich vielleicht so insgesamt sagen, also Flojo hat alles rausgeholt, was so ging, um Gegenwehr zu leisten, ja, um dich aufzuhalten, aber irgendwann so Turn 3, Ende Turn 3 kam so der Punkt, wo er einfach nicht mehr genug Einheiten hatte, um gegenzutauschen und Gegendruck aufzubauen und selber auch zu scoren. Und dann brechen die Dämonen halt durch und lutschen den halt quasi so auf. Kann man das so zusammenfassen? Kann man so sagen. Muss dazu noch sagen, er hat auch vergessen, seinen Drop-Hot zu bringen und hat dann, irgendwann Schussphase oder Nahkampfphase, was auch immer, in Turn 3 das gemerkt und meinte dann, scheiße. Dann haben wir uns darauf geeinigt, weil sonst wäre sie ja weg, dass er sie dann hinten, bei sich hinten aufstellt. Ja. Ja, genau. Also das zerstört lassen, das ist auch irgendwie Gentleman-unlike. Genau. Also, genau. Wenn man das... Ja, wäre natürlich öde gewesen, aber okay. Er konnte ihn dann hinten bringen, hat dann auch nochmal eine Schussphase geschossen, aber nur auf Blattletter, wo ich dann glücklicherweise mit einem stehen konnte, der dann mit Obsec den Marker hatte in der Mitte noch. Ja, und wie das war glücklich. Wie ist das Spiel dann ausgegangen so von dem Punktendifferenz? Wurde das doch ein 20-0 oder konnte er das verhindern? Nee. Also wir haben nicht mit Matrix gespielt, ne, aber nur Punkte. Ja. Aber ich habe knapp gewonnen. Okay. Nur ein paar Punkte, ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber war ein knappes Game am Ende. Okay, trotzdem. Krass. Auf jeden Fall. Mhm. Da dann den hat er stark gespielt, ja. Muss man ihn lassen, in die hat er sich auch auf jeden Fall reingegrindet. Ja, sehr, sehr geil. Oh, nee, da kommen wir später zu. Ich muss mal ganz kurz, weil wir wollen dich jetzt auch bald entlassen. Du hast ja noch einen privaten Termin. Ja, alles. Letztes Spiel, muss echt Finale. Sagen, was ich krass finde, ist, also du hast nur gute Gegner gehabt. Das ist selten, finde ich, bei so einem... ja, das stimmt. Da war jetzt kein, wie man, ohne das Böse zu meinen, irgendwie ein Verlobs oder schlechter, oder nicht schlechter, ist auch kacke, also unerfahrener Spieler, so. Das waren alles schon Leute, die wissen, was sie tun, die sich auch darauf vorbereitet haben und dementsprechend da mit Ambitionen reingegangen sind. Also muss man schon sagen, ist auch für dich als Spieler, kann es besser nicht sein, wenn du kompetitiv magst, weil du wirklich, das ist ein Bootcamp und ein Erfolg und alles für dich zugleich. Also das ist eigentlich, finde ich, immer am geilsten, muss ich sagen. Ja, alle Spiele waren tough, alle Spiele haben Bock gemacht. Genau. Das ist geile Gegner. Das, worum es geht. Und dann ging es, da wusstest du halt schön die ganze Zeit schon im Aufführen, Finale jetzt für dich. Die einzigen beiden Ungeschlagenen zu diesem Zeitpunkt waren dann Liam, den auch viele von euch natürlich vom Namen zumindest herkennen, und du im Finale dann. Liam lässt sich natürlich nicht lumpen und bringt eine sackharte Liste, eine der stärksten Listen aktuell im Meta da vor Ort. Und zwar Thousand Suns gepaart mit Zinj, Flamern, Ahriman, Inferno Master, muss natürlich sein, Rubik Marines mit Inferno Bolt Guns meistens. Ja. Flamer eine Warp Flamer Pistol hat er so ein bisschen auch dabei. Ja. Dann eine Thermibombe, ein Chaos Spawn, zwei Enlightens hier am Start und dann natürlich ein Rhino, um nochmal, das finde ich auch immer sehr, sehr gut und nervig, die da raus zu poolen. Und Fate Skimmer als HQ plus dreimal Flamer, zwei kleine Trupps und einen Fünfer Trupp. Ja, einen Fünfer Trupp, zwei Dreier. Auf jeden Fall sackharte Liste und sackharter Spieler, sehr jung, bereits schon sehr viel Erfahrung gesammelt, gute Turniere, Weltmeisterschaft gespielt, einer der, würde ich auch sagen, schon Top-Spieler weltweit, bald kann man schon sagen. Da ging es in die letzte Mission, das war The Scouring, das ist in der Regel drei Aufstellungsmarker, die nicht in deiner Aufstellungszone dann sind und einer ist hier ein Heimatmarker, glaube ich, ne? War das die? Genau. Einer, ich glaube, einen kann man aus der Ruine halten. Nee, beide konnte man aus der Ruine halten, aber nicht in der Aufstellungszone. Genau, hier sind die beiden Marker. Und ein Mittelmarker, ja. Und du kriegst auch hier SNCP, wenn du auf dem Marker stehst. Genau. Das heißt, dafür waren die Nurglings auch wieder gut für dich, ne? Also ich zeichne mal ganz kurz nur die Marker ein, ne? Wie ging das Spiel ab? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Und wie konntest du den Sieg davon tragen? Ich habe
ja, also zugute kommt mir natürlich, dass ich selber Southern spiele und sehr gut kenne, was natürlich für mich ein Vorteil war. Auch wieder der Malediction-Zauber, der ihm Kopfzerbrechen ein bisschen gemacht hat, weil er wusste, dass ich, ihm die dass ich ihm die Punkte denyen kann. Er hatte Psychic Interrogation, Banners, glaube ich, auch und Wars of Magnus. Ich hatte Reality Rebels, Wars of Magnus und No Prisoner. Und war ein richtig geiles Game. Hat war auch, glaube ich, komplett wieder im Tunnel. Und ich glaube, ich habe angefangen, habe zwei Banner gesetzt und nicht viel. Die Mission war ja, dass man ein auf dem Marker Aktion machen kann für 3 Punkte, glaube ich. Bisschen was nach vorne hinter die Ruine geschickt. Bloodletters versucht, die haben leider einen kurzen Advance nur gewürfelt. Stand dann also halb hinter der Ruine. Er hat aber dann im ersten Zug die Thermis nach vorne, ganz an die Seite bei sich so geportet, dass er aber die Bloodletter noch sieht. Hat die dann rausgenommen. Wobei ich halt dann wieder viel bedrohen konnte mit dem extra Movement, ne, den ich gemacht hätte. 12 Zoll plus 3 wie 6 Zoll hätte ich da hinten ihm gut was denyen können auf dem Marker. Die Wälder standen ein bisschen doof vor den Markern für mich. Für die Charges. Aber ich muss mal kurz meinen Akku anschließen. Ja, mach mal deinen Akku. Also während er das kurz macht. Also ich finde aber insgesamt ist das eine eher schlechtere Map für Thousand Suns, wenn man das Gelände sich hier auch so anguckt. Warum? Weil die Thermis und mit dem Beam hat man hier schon die Chance. Also dieser Bereich ist schwierig hier. Der ist sehr offen, da kann man schlecht ausscreenen, da muss man halt quasi was opfern. Aber wenn man jetzt aus Dämonen sich hier eine Einheit platziert, hier eine Einheit platziert und dann hier vielleicht noch, dass man diesen Winkel hier rausnimmt, hat der vom Beschuss her gar nicht so viel Sicht, der 1000 Sun. Das heißt, man kann sich quasi so eine Wand aufbauen, die sieht dann ungefähr so aus, würde ich jetzt mal behaupten. Und damit kann man auf jeden Fall diese Marker kontrollieren, wo man vielleicht auch nicht gesehen wird und dementsprechend zumindest das 8er Primärspiel von den Punkten her gut aufbauen. Genau. Natürlich ist dann hier derweil problematisch, weil du das gleiche offene Feld hast. Aber es ist trotzdem interessant, diese Ruine hier, also das lasse ich erstmal so stehen. Dann ist halt insgesamt, wenn ich das nochmal neu aufzeichne, hier wieder der Dämonenspieler, hier der TS-Spieler. Ist wahrscheinlich. Bist du noch da, Grisha? Ja. Ja, genau. Also diese Ruine, glaube ich, super wichtig, weil die meistens auch zu ist. Wie Werbung aus? Werbung ist doch aus, Micha. Ich guck da gleich mal. Wenn er das gleich was dazu erzählt. Und ich glaube, dass diese Ruine dann wichtig ist, hier, die ich jetzt markiert hatte, weil er dann von Bloodlettern und so hier ziemlich weit kommen kann mit extra Movements. Aber erzähl mal, wie du das Spiel aufgebaut hast und wie du dich quasi auch vom Positioning so ein bisschen dazu entschieden hast. Ja, ich glaube, er hat den ersten Zug. Ja, er hat den ersten Zug. Schickt seinen Rhino einfach nach vorne, hinter die Ruine, vorzubereiten, seine Rubiks vielleicht auf den Marker zu schicken, um was zu klauen. Ersten beiden, also die erste Runde, beide Züge von ihm und mir sind sehr kurz, sehr defensiv. Ja. Nur ein bisschen besseres Positioning und alles. Kann ja auch nicht viel rausnehmen. Erste Runde vom Gegner. Genau, Banner setzen ist das. Und dann zweite Runde hat er halt die Thermis so platziert, dass er aber meine Bloodletter halt rausnehmen konnte. Die konnte ich leider nicht hinter der Ruine so gut verstecken. Hat die Rubiks aus dem Rhino raus und konnte mir den Marker denyen. Dass ich nur eine Viererrunde gemacht habe. Okay. Erste Scoring Primaries. Dann bin ich aber, also er hat die Thermis gut gescreent. Kam ja keine Chance, da ranzukommen. Wo sind die? Die waren von ihm aus gesehen ganz links am Rand. Die Rubiks waren halt noch davor auf meinem Marker. Heißt, da war gescreent. Auch der Wald noch davor, vor den Thermis. Ja. Also da bin ich nicht rangekommen. Gegen Sound Suns mit dem
Cult of Duplicity mit dem Beam muss man natürlich auch immer hinten screamen. Also die Ruinen stehen ja relativ weit vorne in der Mission, auf den Markern. Heißt, man hat ein sehr freies, langes Backfield eigentlich, was man mit Dämonen halt mit wenig Einheiten, du hast ja eigentlich nur Einheiten, die eigentlich nach vorne, die was machen müssen. Ist gar nicht so leicht, da dann zu screenen. Ich glaube, ein entscheidender Punkt im Spiel war, dass er dann im nächsten Schritt, also ich habe meinen Blutdämon schon geschockt, habe einfach nur die Rubiks damit rausgenommen und auf der linken Seite konnte ich ihm auch einmal Primaries denyen mit Bloodlettern, die ich auf seinen Marker gekriegt habe. Heißt, er habe ihm auch eine Viererrunde nur gegeben, Primaries. Was dann entscheidend war, ist, dass er die Thermis halt rübergeholt hat. Auf der linken Seite hatte ich halt die Beasts und ein Bloodletter-Squad. Und da hat er halt dann viel nach rechts committed, hat die Sachen auch komplett da rausgenommen, die Beasts und die Bloodletter. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe meinen linken Marker aufgegeben. Also meinen linken Marker aufgegeben, habe mich komplett auf die rechte Seite konzentriert, habe alles geschiftet. Nur den Lord of Change habe ich halt da noch rübergepackt. Die Bloodletter oder auf der anderen Seite? Nee, den Lord of Change habe ich dann da, wo die Beasts und die Bloodletter waren, auf die von mir aus gesehene linke Seite geschickt. Damit er die Thermis auch ein bisschen angehen kann. Genau. Der hat die Rubiks auf dem Marker gecharged. Erstmal ein paar Models gemacht und alles, hat dann noch den restlichen gecharged, hat im Nahkampf die rausgenommen, hat den Marker weggenommen, der Lord of Change. Und auf der rechten Seite habe ich nochmal den letzten Squad Bloodletter, habe ich noch geschockt und habe ihm auch die Primary Star geholt, also habe ich ihm eine Nullerrunde gegeben. Er hat halt alles viel nach rechts committed, ich bin dann komplett nach links, habe meinen linken Marker wirklich aufgegeben, nur der Lord of Change war da. Ein paar Flamer vorne, die halt ein paar Mortals abfangen sollten von dem Lord of Change. Er ist dann komplett aber weiter nach rechts, hat mit den Thermis, also hat die Flamer natürlich rausgenommen, Lord of Change kaum angeknackst, hat dann mit den Thermis da reingecharged. Hat dann da auch nicht viel Wund gemacht und der Lord of Change hat am Ende auch 8 Attacken und mit Damage 3 hat dann da, glaube ich, auch sogar 2 oder 3 Thermis rausgenommen. Dann in meiner Phase noch mal im C auch welche rausgenommen und hat die dann, er ist dann im Nahkampf geblieben da und hat der Lord of Change hat die am Ende ausgedünnt und komplett auch getötet. Da war dann die Power so ein bisschen raus, ne? In Runde 4 dann oder 5, ja, genau. War dann halt auf der Seite committed, die rechte Seite konnte ich mehr oder weniger holen. Leider ist ein Rubik Marine alleine überlebt. Mit Obsec dann, ne? Ja. Genau, das war ein bisschen doof. In der Mitte erst. Und er hat halt seine Saves gewürfelt und hat, ich hab's gar nicht gesehen, hat gewürfelt, meint, er sind alle tot. Und dann hat er so 3 vor der Ruine weggenommen und einer stand aber noch in der Ruine. Dann hab ich ihm den gegeben und er meinte, ach, da ist noch einer. Nee, dann lebt noch einer. Dann war ich so ein bisschen so, oh, okay, Das war ein bisschen doof, aber egal. Habe ich dann gesagt, ja, ist okay, lass den dann erleben. Dann hatte halt den einen Rubik, der noch mit Obsec halt den Marker da hinten von mir nehmen konnte. Das war ein bisschen doof gelaufen. Aber ich konnte aber dann die Primaries denyen und mir den Marker auf der rechten Seite holen. War dann auch ein sehr, sehr knappes Game. Ich hatte den Nachzug, die letzte Runde. Er hat aber schon ausgerechnet, dass ich schon einen Punkt mehr hatte. Hab dann nicht mehr. Ich hatte jetzt nochmal No Prisoner wahrscheinlich einen Punkt auch für Reality Rebels noch einen Punkt mehr holen können, aber war nicht unbedingt, also war ja nicht nötig. Aber dann hast du das Spiel mit einem Punkt gewonnen, ne? Glaube ich. Ja. Wahnsinn. Dann habe ich das Punkt mit einem Spiel am Ende gewonnen. Also wie, ja. Du bist ja generell ein sehr ruhiger Mensch. Eigentlich so hast du irgendwann auch mal so, als du alleine warst, einmal so richtig laut auch geschrien, so, ja Mann, geil, dass ich gewonnen habe oder so? Oder warst du da immer, bist du immer relaxed und ruhig? Innerlich wahrscheinlich. Okay. Also richtig geschrien habe ich jetzt nicht, aber ich habe mich schon gefreut, aber
Lehman hat auch meine Stimmung, glaube ich, ein bisschen gedämpft, weil er war, glaube ich, ziemlich niedergeschlagen. Ja, der ist auch was jünger, und, der kriegt das nicht so, kann das auch nicht so gut verarbeiten wahrscheinlich. Ja. Deswegen war er da, ja. Kann man verstehen, er hat das Finale da verloren. Und ja. Ich würde auch am Ende war es ein toughes Game, hat Spaß gemacht. Ja, ja, und also hast du einen der Top-Spieler rausgehauen weltweit so. Und ich würde auch sagen, dass das auf anderen Maps oder an einer anderen Mission für dich auch nochmal schwieriger geworden wäre, weil hier konnte man, das ist so eine Map, wo man generell ein bisschen besser die Thermis und dieses, ne, von den Winkeln her und Flamer besser ausscreenen kann und nicht so viele Angriffsbereiche hat, ne? Weil die Ruinen, glaube ich, ganz gut stehen und weil die Aufstellungsart das auch. Du kannst viel vom Feld so ein bisschen auszonen, ne? Ruinen, da konnte er schon, also die stehen schon sehr schräg. Da, ich weiß nicht, ob man da so viel Sicht denyen konnte, wirklich. Und weiß nicht unbedingt, weil das Backfield halt so groß ist, da konnte man nicht gut screenen, da kann er gut reinschocken überall. Also, weiß ich nicht, ob so schlecht die Map wirklich ist für ihn. Nee, das klingt jetzt so, als würde ich das irgendwie also, matig reden. So nein, nein, so alles gut, nein. Ja, aber. Aber auch so meine ich, glaube ich, weiß nicht, ob so unbedingt so schlecht ist für ihn. Nee, aber gut, mein Lieber, es ist jetzt schon 20 nach 4 für dich. Danke, dass du jetzt noch erstmal da länger mitgezogen hast. Ich würde dich jetzt gerne in dein privates Leben wieder entlassen. Nochmal Glückwunsch von unserer Seite hier aus. Wir sind als NRWler natürlich auch und auch als Freund des Channels sind wir stolz auf dich. Mach weiter so. Ich hoffe, wir sehen uns in Zukunft hier immer nochmal wieder zu anderen Sachen oder coolen Dingen, die du veranstaltet hast. Jetzt zum Ende nochmal, möchtest du irgendwie noch jemanden grüßen oder noch einen Shoutout machen? Ansonsten kannst du jetzt kannst du dann langsam auch gerne uns verlassen. Ja, vielen Dank erstmal, auch nochmal vielen Dank für die Karte, die ich durch euch bekommen konnte und dass mir das erstmal überhaupt ermöglicht hat. Ja, Grüße alle im Chat und natürlich meinen Club, Pathfinders Dortmund. Ja. Sonst, ja, danke dir. Okay, na ja, gut, mein Lieber, dann ja, kannst du jetzt einfach disconnecten und vielen, vielen Dank, Grisha, wir schnappen die Tage, ne? Mach's gut, hau rein, mein Lieber. Alles klar, hau rein, ciao. Ciao, ciao. So, liebe Leute, jetzt haben wir das hier. Also gebt mir mal gerne mal Feedback ins Chat, wie ihr es fandet. Ich glaube, ich habe für meine Verhältnisse heute ein bisschen weniger geredet, aber ich glaube, das ist auch mal ganz gut so. Es war eigentlich nur bis 4 geplant. Gebt mir gerne mal bitte Feedback im Chat, wie ihr es fandet, ob ihr da Mehrwerte daraus gezogen habt. Ich fand, das war echt cool und nicht zu wirr, wie er das irgendwie rübergebracht hat, weil das ist ja das, worum es geht. Das ist auch jetzt einfach nochmal geil für alle, die gegen Dämonen spielen wollen, müssen, können und verloren haben oder was auch immer. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und sich hier in 7 Spielen durchzuboxen, das ist schon eine richtige Ansage auf jeden Fall. Genau. Ja, ich wollte eigentlich noch, ja, wir haben jetzt echt, die Zeit läuft so schnell immer vorbei, wenn man mit euch streamt. Münster kurz durchgehen, ja, macht das noch Sinn? Was habe ich denn hier noch auf? Das. Ihr wollt auch noch die Verlosung haben, das verstehe ich natürlich auch. Ich muss was gucken hier. Genau, ansonsten haut mir gerne nochmal Fragen rein. Das mache ich jetzt zu. Ich wollte einfach nur eine Sache noch kurz zu Münster GT sagen. Das war auf jeden Fall ein geiles Ding in Horsmar. Also wenn ihr das seht und kennt, checkt's mal aus. Und ja, war auf jeden Fall entspannt. Ich wollte nur mal ein Beispiel nochmal nennen. Und zwar, wo ich gegen Wotan gespielt habe. Und das hatte ich auch gegen 1000 Suns. Wie krass es manchmal sein kann, was die Map für einen Unterschied macht. Und zwar hier das Beispiel, wenn ihr das jetzt seht, oh, kriege ich das weiter rüber? Nee, wahrscheinlich nicht. Wie krass das eigentlich ist, wenn man jetzt auf dieser Map spielt, das ist meistens, dann wird die auch genommen für Data's Cry Salvage, wo man quasi, zeig es einmal auf, hier einen Marker hat, hier einen Marker hat, hier einen Marker hat, hier einen Marker hat, hier der Heimatmarker und hier der andere Heimatmarker. Und es ist halt so krass, egal welche Armeen, also super mobile Armeen und die auch weit schießen können, haben einen richtig krassen Feuerwinkel hier. Also das ist eine Map, die ist auch, glaube ich, schon in Bearbeitung. Die muss nochmal angegeben werden, angegangen werden, weil, mal angenommen, man startet jetzt hier oben und kommt irgendwie hier hin. Oder man startet quasi hier und kommt irgendwie hier hin. Das gleiche gilt natürlich für die andere Seite. Dann hat man so einen krassen Feuerkorridor hier, durch die Mitte einmal durch.
Und da sind alle Marker drauf. Das heißt, die kann man konstant bedrohen. Und das ist für die meisten Armeen einfach wirklich der Horror. Es ist gegen Thousand Suns der Horror, weil die dich wegschießen und wegmorteln. Das ist für gegen Wotan der Horror, weil die ballern alles um, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und da bin ich mal gespannt, wie wir, da wollen wir auch ein bisschen Input geben, das in Zukunft noch ein bisschen besser machen können. Ansonsten gefallen mir, wenn man jetzt die sich die anderen Maps anguckt jetzt hier, das ist schon spannend gemacht und interessant gemacht. Oh, jetzt ist das natürlich hier alles verschoben. Machen wir mal hier wieder weg. Hier ist das halt ganz cool. Und ich verstehe natürlich auch, dass jetzt Münsterland GT nicht jetzt da komplett seine eigenen Maps macht, weil das wirklich ein langwieriger Prozess ist. Und genau, aber das vielleicht nochmal so als Feedback zu Münster. Da kann ich auch sagen, da habe ich im letzten Spiel gegen den Grisha gespielt, im Finale quasi. Das war nice. Was haben wir denn da gespielt? War das die Map hier mit Tide of Conviction? Ja, das war tatsächlich diese Map hier. Und da habe ich es generell natürlich schwieriges Matchup gegen Dämonen, weil man die nicht so gut gehandelt bekommt. Ich hätte es tatsächlich gewinnen können. Im letzten Zug waren da so ein paar Kleinigkeiten. Ja, 6er Zollcharge nicht geschafft. Und noch eine weitere Sache, aber um das wirklich dann auch safe mit 3 Punkten Vorsprung zu gewinnen, haben wir es auch durchgesprochen, hätte noch einiges mehr klappen müssen. Ich glaube aber, wenn alles einigermaßen normal läuft, ist ein Unentschieden drin oder vielleicht ein Win mit einem Sieg. Wäre aber auch zu krass gewesen, ne? Grisha macht da hier den Champion da in Supermajor, da kommt Ramses mit seinen Necron-Pyramiden daher und flext oder gewinnt dann gegen ihn. Das wäre krass gewesen. Genau, ich gehe mal ganz kurz auf den Chat ein. Natürlich will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, Leute, wenn ihr uns noch nicht bei Twitch hier folgt, macht das gerne, es wird uns freuen, dass wir die 300 bald knacken. Und vielen, vielen Dank für jeden Sub oder Abo, den wir bekommen. Das supportet uns natürlich und wird immer weise angelegt, sag ich mal. Genau. Das hier nehmen wir mal ganz raus. So. Glückwunsch nochmal. Genau, das haben wir an Grisha weitergegeben. Chief Steve sagt noch, Demon ist bisher immer nur an den Kopf bekommen, ich nehme alles mit. Yo, das ist auf jeden Fall ein Matchup, das solltet ihr weiter trainieren. Das wird auch auf jeden Fall am Start bleiben. Meine Frau spielt auch Demons und ich bekomme nur auf den Sack Apothekarius. Ja, da musst du aber langsam dazulernen. Da muss man deiner Frau auch mal zumindest die Leviten lesen. Und Steezy fragt mich noch, habe ich in Münster gegen Arne gespielt? Das habe ich und das war auch mein Highlight-Spiel, sogar noch über dem von Grisha. Grisha ist auch richtig geil und das war auch ein Tunnelspiel und mit richtig Lockerheit und alles und so. Könnt ihr mal den Grisha fragen, der war so konzentriert, dass ich ihn zwischendurch gefragt habe, ey, hör mal, ist alles cool oder so? Wir haben jetzt hier aber nach wie vor noch ein geiles Spiel und alles ist alles. Ne? Und er so, ja, nee, ich bin nur konzentriert und hast nicht gesehen, das ist immer ganz witzig. Und bei Arne bin ich einfach beeindruckt, der haut so viele Stunden. Ich glaube, den werde ich auch nochmal zum Interview einladen, wenn er Bock hat. In TTS, der kennt so viele Armeen und wie er jetzt in so kurzer Zeit quasi die Wotan raufbekommen hat und die so sauber runterspielt, das ist der Wahnsinn und so geil abgesprochen immer, also habe ich auch Emo schon mal gesagt, in den letzten jüngster Zeit so einer meiner Lieblingsgegner zum Spielen, ich habe nämlich auch schon gegen ihn verloren, verdient und so, also lerne ich immer extrem viel in diesen Spielen und das ist das, was ich ja was mich auch so fasziniert und als kompetitive Spieler pusht. Gegen einen von Paintomates habe ich leider nicht gespielt. Ich hätte gerne gegen Genie gespielt, gegen René oder gegen Ruben. Das ist mir leider verwehrt geblieben. Das wird wahrscheinlich eher erstmal wieder bei denen vorkommen, wenn ich wieder bei denen zu Gast bin. Genau, so mache ich das auch mit dir, Micha. Ich weiß nicht, worauf du dich darauf hinaus willst, wenn du jetzt sagst, dass ich dich zu viel getrashtalkt habe. Nehme ich meinetwegen so hin, ich sehe es nicht so, aber wenn du sagst, dass ich dich damit aus dem Konzept gebracht habe, dann war das tatsächlich nicht mein Ziel. Genau, aber haben wir ja schon drüber geredet. Deswegen, das ist so mein Feedback zum Münsterland GT. War insgesamt geil. Vielleicht gegen was habe ich gespielt? Erste Runde waren das die Knights vom Ruffy. Da brauchte er noch ein bisschen mehr Übung, aber also Chaos Knights, aber auf jeden Fall hat er eine gute Liste gehabt und hat leider schon durch die Bemalpunkte 10 Punkte minus gehabt. Dann zweites Spiel waren, glaube ich, Orks oder so. Gute Liste, aber Orks stinken einfach in die Mission so ein bisschen ab, obwohl die selber gute Missionen haben. Drittes Spiel weiß ich dann gar nicht mehr. Viertes Spiel war, glaube ich, gegen Arne und fünftes Spiel gegen Grisha Chaos-Dämonen. Also ich hatte genau das trainiert, was ich alles wollte. Leider nicht auf Fred gestoßen mit seinen Harlekinen. Das wäre nochmal das endgültige Training für mich gewesen, für meine Necrons. Weil ich auch keinen Silent King dabei hatte, war es mal echt interessant zu sehen. Und ich bleibe nach wie vor bei Doppelzitan mit dem Deceiver, der super teuer ist für den Redeploy. Aber der war eigentlich ein paar Mal ganz geil, muss man sagen. Jo, hier ist jetzt nochmal...
glaube, das soll ein Kuss sein von Micha, nehme ich gerne an, kriegst du zurück. Lykandras sagt, wie gehypt bist du auf Januar, auf die ganzen Änderungen? Ich hoffe so sehr auf mehr Obsec bei Custodes, soll meine 2023 Armee werden. Also, Lykandras, da bin ich hundertprozentig bei dir, das wäre mega geil, weil dann würde ich auch wieder Custodes spielen, muss man einfach so sagen. Reicht mir auch schon auf Infanterie, weil das auch so eine meiner Lieblingsfraktionen ist. Ich denke mal, alles ist möglich. Es liegt halt wieder bei GW, was jetzt geht, weil es werden Punkteänderungen kommen, es wird ein neues Balanced Data Update Slate kommen und so weiter und so fort. Das heißt, es wird nochmal entscheiden, wie die nächsten 3-4 Monate nochmal aussehen oder bis zur nächsten Edition, wie es da aussieht. Ich möchte gar keine Hoffnung haben, weil ich hatte in das letzte Balanced Data Update so viele Hoffnungen und die haben mit meinen Custodes nichts gemacht. Und das ganze der Data Slate war auch, wissen wir alle, war jetzt eigentlich nichts. Von daher gehe ich jetzt mit ganz wenig Hoffnung rein, aber kann halt nur besser werden und von daher gucke ich einfach, was da kommt. Ich denke, es wird nicht so krass sein, dass sich jetzt das ganze Meta komplett durchwürfeln wird, sondern vielmehr eine kleine Annäherung und dass einige Fraktionen, hoffentlich die so ein bisschen im Abseits stehen, wieder näher rankommen können. Ich glaube nicht, dass da was komplett Wildes passieren wird, weil selbst wenn die Flamer teurer werden, selbst wenn du sie auch komplett von den Punkten rausnimmst, gibt es noch genug, was auch noch stark ist. Und dann werden neue Konzepte entwickelt. Und ja, bei Chaos sind wir immer noch erst an der Spitze des Eisberges. Da wird noch viel mehr kommen. Also da wird Korn kommen. Da macht euch mal wirklich keine Gedanken. Astra wird dann richtig ins Play reinkommen. Also von daher schwierig zu sagen. Ich nehme es aber eher locker, weil ich eh den Fokus auf die LVO habe. Und da ist jetzt schon heute alles beim Alten. Genau. Kenne ich von GST mit Hoffnung, ja. Genau, Leute. So viel dazu. Ah, anderes Thema kommt jetzt hier nochmal von Guelmif. Anderes Thema. Die Spanier reden schon von einer Iberian Open, wo man sogenannte Golden Tickets für ein International GW Event gewinnen kann. Gibt es sowas auch geplant von Deutschland? Warte mal, der Major ruft kurz an. Ich muss da ganz kurz mal rangehen. Ey, Chris, ich stream gerade, Digi. Hallo? Ich stream gerade. Ich rufe dich gleich zurück, ja? Wir gehen jetzt erstmal mal 17 Uhr, dachte ich. 17 Uhr? Ja, sicher. Habe ich einen Tisch reserviert. Ja, okay, dann gebe ich Gas. Alles klar. Okay. Ja. Ja, aber. Meine Mutter kommt nicht mit, deswegen. Aber ich hatte doch Tisch extra heute. 17 ich dachte, Uhr. Ich wusste nicht 17 Uhr. Digga, wer ist denn um 17 Uhr schon Abendessen? Ich dachte eher so halb sechs. Ja, Digga, Alter, jetzt komm, jetzt gib Gas. Ich gebe Gas, alles klar. Bis gleich. Ciao, ciao. Okay, Leute, ich muss ein bisschen Gas geben, sorry. Also, zu deiner Antwort einfach nur, Gilmif, ich darf dazu nichts sagen. Das ist alles, was ich dazu sage. Natürlich gibt es potenziell die Chance, dass da auch was in Deutschland passiert. Und da wird es auf jeden Fall Updates zu geben. Wie was geht, was auch immer und so. Aber schaut bitte alle positiv und hoffnungsvoll ins Jahr 2023. Wir und natürlich habt ihr es auch von Lim, ich will das gar nicht schmälern, auch viel gehört, tun viel im Hintergrund, was ihr auch nächstes Jahr erst sehen werdet für die Community. Das ist jetzt gar nicht darauf zu bezogen, dass wir jetzt irgendwie dadurch flexen wollen oder was auch immer, sondern wir wollen das Spiel und die Community generell voranbringen. Und da wird auch was kommen und das wird cool werden alles. Also von daher, das ist so meine Antwort dazu. Ihr habt gesehen, ich muss leider aufgehen jetzt gleich. Bevor wir gehen, machen wir doch das Gewinnspiel jetzt mit euch. Die Armeelisten müssen leider heute ein bisschen droppen. Jeder, der aber eine reingeschickt hat, wird von mir per Mail etwas zurückbekommen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Nicht, dass ihr da das jetzt irgendwie umsonst gemacht habt. So, und zwar habe ich hier das Wheel. Ihr seht, rechts sind alle YouTube-Namen jetzt hier drin. Ganz wichtig an dieser Stelle. Ich habe alle mit reingenommen, die gesagt haben, wir sind 8 Mitglieder, ist die richtige Antwort. Und ich habe noch zumindest jemanden reingenommen, der gesagt hat, Dezember 2019 haben wir gestartet. Nur 2019 fand ich ein bisschen zu allgemein. Und man muss ja irgendwo auch eine kleine Challenge machen. Ich finde, der Major hat sowieso viel zu einfache Fragen für so einen Preis gemacht, aber wie dem auch sei. Deswegen seht ihr all diese Nicknames hier in diesem Wheel. Und das werden wir jetzt spinnen. Und der Gewinner, der dabei rauskommt, den werden wir gleich announcen. Und der bekommt von Battleground... wie heißt denn die Seite nochmal? Also, das ist nochmal gesehen habe. Battleground Tabletop. Das ist vom lieben Benny von Target Priority, sein Shop. Und der hat da auf jeden Fall einen guten Start hingelegt und verbessert sich natürlich noch. Aber checkt mal diese Seite hier aus: www.battleground-tabletop.de. Da könnt ihr das Gelände gewinnen. Ich zeige euch das hier auch nochmal kurz im Shop. Und zwar geht es jetzt in diesem Gewinnspiel um diese Matte hier.
sehr, sehr geil. Von der Optik schon mal. Das ist schon mal nicht schon mal nice, aber jetzt nicht das Weltbewegendste. Das krasseste ist eher so dieses pre-painted Gelände, wenn man jetzt schnell an den Start kommen will. Und da gibt es, glaube ich, so ein Kombi-Paket. Also super leicht zusammenstechbar, hat sogar den Mario-Test bestanden, wo er es umgehauen hat, dann hast du nicht gesehen. Und ein Kombi-Paket, glaube ich, 150 Euro oder so um den Dreh. Also von daher geht da einiges. Und das könnt ihr jetzt gewinnen. Jetzt geht's los. Viel Glück, viel Erfolg. So, wen haben wir jetzt hier? Wir haben Rumkugal, Narodin. Narodin 4690. Geil, hört ihr auch die Claps? Das ist ja mal eine Ansage. Ja, Narodin 4690. Wenn du das hier irgendwie siehst oder erreichst, geben wir dir jetzt auf jeden Fall Zeit. Ich sag mal, wir haben heute Sonntag bis, ja, muss schon fair sein, bis Ende der Woche, dass du uns per E-Mail, also entweder, ich schreibe es nochmal im Chat, schreibst du uns eine E-Mail, ja, schreib uns bitte eine E-Mail an, caroffthehill2@gmail.com. Oh, falsch geschrieben, sorry nochmal, caroffthehill2@gmail.com. Schreib uns hier eine E-Mail hin mit den Daten, wo wir es hinschicken sollen und sowas alles. Herzlichen Glückwunsch, du hast damit jetzt eine Matte und eine Gelände von Battleground Tabletop gewonnen. Danke auch an Benny für den Support dahingehend. Also sehr, sehr geil. Schick uns eine Mail, wo wir es hinschicken sollen. Solltest du dich diese Woche nicht melden, muss ich leider sagen, werden wir nochmal eine Verlosung machen. Und dann kann ein weiterer das noch gewinnen. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass du dich meldest. Kriegst hier auch reichlich Glückwünsche in den ganzen Chat. Genau. Ja. Von daher bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes zu sagen, außer Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank für jeden, der sein Amazon Prime hier bei uns lässt und uns vertraut und sagt, das ist bei uns gut angelegt. Ich hoffe, ihr konntet Input daraus nehmen vom Grischa heute. In Zukunft wird es natürlich auch noch mehr Interviews geben. Das ging deutlich länger als gedacht, aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen... Ist das vierte Advent heute oder was? Ja, ne? Weil danach kommt schon Weihnachten, glaube ich. Auf jeden Fall einen schönen Advent hier heute am Sonntag. Bleibt so sauber und bleibt gesund da draußen. Ich denke, ich werde nächste Woche noch einmal streamen. Ich habe einen Besuch aus Hamburg da, aber ich glaube schon, dass ich da was freimachen kann. Und dann werde ich da nochmal einen richtig geilen Endcontent für euch vorbereiten. Eine Sache sei noch gesagt, schreibt euch in die Kalender gerne schon mal rein. Wir werden den Jahresendstream mit unseren werten Kollegen vom Stream, wo wir euch auch den Ausblick auf nächstes Jahr geben, dieses Jahr am 28. glaube ich, machen. Wenn alles glatt läuft. Zwischen den Tagen also. Das wird nochmal richtig geil. Oh, da haben wir auch den ein oder anderen Banger für euch, was wir nächstes Jahr vorhaben. Also bleibt am Start, bleibt gesund und ich wünsche euch alles Gute. Ich bin für heute raus. Narodin 4690, bitte melde dich bei uns. Haut rein, Leute. Wir sind für heute raus.